Agrar-, Handels- und Klimapolitik der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel. Gerade haben Sie und ihr gehört, Recording in Progress. Das heißt, wir nehmen diese ganze Veranstaltung auf und sie wird danach verfügbar sein auf den entsprechenden YouTube-Kanälen. Wir übersetzen diese Veranstaltung von Deutsch auf Englisch und von Englisch auf Deutsch. Also vergewissern Sie sich, dass Sie in dem richtigen Sprachenkanal sind, je nachdem, welche Sprache Sie hören möchten. Oder wählen Sie einfach gar nichts aus, wenn Sie beider Sprachen mächtig sind. And just very briefly in English, for those that do not speak German, please make sure that you select the right language channel. You can switch to English and everything that will be in German will be directly translated into English. Ja, Putins furchtbarer Krieg entsetzt uns alle und gleichzeitig pausieren auch andere Katastrophen nicht und werden immer dringlicher. Und gerade auch im Ökologiebereich sind beide auch miteinander verbunden in vielen Teilen. Das gilt auch für das Agrar- und Ernährungssystem, das nun durch die ausfallenden Lieferungen der großen Exportstaaten Ukraine und Russland verstärkt unter Druck gerät. Und diesem ganzen Komplex Ernährungssicherheit, Klima- und umweltbewusste Landwirtschaft stellt die weltweite Entwaldung auch seit Jahren ein großes Problem dar. Oft verbunden auch mit der Diskussion um den Konsum und die Produktion von tierischen Produkten. Die Ausbreitung landwirtschaftlicher Flächen für diese Erzeugung von global gehandelten Rohstoffen und Gütern ist mit der wichtigste Driver, mit die wichtigste Ursache von Entwaldung. Und die EU als zweitgrößte Treiberin von weltweiter Entwaldung hat durch ihre Importe da eine sehr große Bedeutung. Und die Entwaldung weltweit bringt ganze Ökosysteme näher an den Kipppunkt, auch unser Klima immer mehr an den Kipppunkt. Da gibt es immer wieder neue Studien dazu mit ganz fatalen Folgen. Und die EU-Kommission hat Ende letzten Jahres reagiert und einen Gesetzentwurf vorgelegt, wie Lieferketten entwaldungsfrei in der Zukunft sein können. Wir wollen heute diskutieren, reicht dieser Kommissionsvorschlag aus? Sollte er auch andere Ökosysteme als Wälder abdecken? Was sind überhaupt Wälder, laut dieses Kommissionsvorschlags? Sind die wesentlichen Produktkategorien auch abgedeckt? Welche Überprüfungsmethoden für diese entwaldungsfreien Lieferketten gibt es? Und vieles weiteres mehr werden wir heute in den nächsten 2 Stunden jetzt diskutieren mit ganz vielen spannenden Gästen. Und wir werden uns auch das Beispiel von Soja im Cerrado näher angucken, um die ganze Diskussion etwas plastischer zu machen. Wir haben einiges vor, deswegen nochmal die Bitte auch an alle Referentinnen und Referenten, sich an die Zeit zu halten, damit auch später genug Zeit für Fragen bleibt. Sie und ihr als Teilnehmende könnt und können jederzeit Fragen in den Chat stellen. Und nun darf ich Martin Häusling auf die virtuelle Bühne zunächst bitten, zur Einführung, unser parlamentarischer Gastgeber sozusagen. Er ist seit 2009 bereits Mitglied im Europaparlament und dort im EU-Agrarausschuss und im EU-Umweltausschuss und ist außerdem agrarpolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen. Martin, bitteschön. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite, wobei das Wort schön einem in den letzten 3 Wochen eigentlich ein bisschen schwerfällt. Und ist auch bedauerlich, sage ich auch gleich, dass sozusagen jetzt nur das eine Thema alles beherrscht, zu Recht beherrscht, aber dass wir jetzt andere Themen weiter behandeln müssen, ist, glaube ich, auch wichtig. Und das Thema, was wir heute behandeln, ist ein ganz dringendes, weil Sie alle haben jetzt gehört, die Studie, die sagt, wenn es im Amazonas so weitergeht, droht der Amazonas unweigerlich von einem tropischen Wald zu einer Steppenlandschaft zu werden. Da stehen wir unmittelbar bevor. Und es zeigt die Dringlichkeit, mit der wir handeln müssen, die Europäische Union handeln muss und auch international Maßstäbe setzen muss. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu warten. Die Krise, der Ukraine-Krieg hat jetzt dazu geführt, dass Bolsonaro, weil er keine Düngemittel mehr bekommt, aus unterschiedlichen Gründen, angekündigt hat, das Tempo der Entwaldung nochmal zu verschärfen. Weil Rohstoffe, Agrarrohstoffe herzustellen, wäre ja jetzt die globale Aufgabe. Wir selber haben in Europa die Diskussion im Moment und es gibt eine heftige Diskussion, doch bitteschön alle Umweltmaßnahmen zurückzustellen. Die Landwirtschaft soll wieder mehr produzieren und auf Umweltmaßnahmen verzichten und wir können jetzt auf Umwelt einfach keine Rücksicht nehmen, weil wir müssen die Krise lösen. Ich habe dazu nur gesagt, weder die
Biodiversitätskrise noch die Klimakrise macht jetzt mal kurz eine Pause, sondern ganz im Gegenteil, sie verschärft sich eigentlich noch. Und deshalb haben wir nicht mehr zu warten. Ich bin der Kommission außerordentlich dankbar, dass sie diesen Entwurf auf den Weg gebracht hat, weil das war eigentlich gar nicht so, ich sag's mal, es war eigentlich so nicht zu erwarten. Aber wir merken schon, dass das Parlament in der Diskussion eigentlich durchaus positiv bei der Vorstellung darauf reagiert hat, alle Fraktionen eigentlich. Aber dass es im Rat jetzt heftigen Widerstand gibt, das Hauptargument ist immer wieder das Argument, es gäbe doch ganz viele Hürden, man könne das nicht überprüfen und der Aufwand und naja, und überhaupt das stört das internationale Geschäft. Darauf müssen wir vorbereitet sein und da müssen wir ganz klar dagegen halten. Das können wir, das zeigen auch andere Gesetzgeber in den USA, dass das durchaus möglich ist. Und deshalb muss Europa jetzt eigentlich diesen Weg auch gehen. Nur um die Dramatik nochmal klar zu machen, es sind 420 Millionen Hektar tropischer Wald abhandengekommen. Was heißt abhandengekommen? Vernichtet worden in den letzten 20 Jahren. Und ich selber war vor ein paar Jahren auch im Cerrado, in der Nähe von Saint-Louis, wo jetzt eine der größten Häfen für die Verschiffung von Soja ausgebaut wird. Und ich habe das selber gesehen. Der Cerrado ist jetzt nicht in dieser Vorlage. Es ist einer der noch weitgehend unberührten Wälder, auch in Brasilien. Das Counterpart ist der Chaco in Argentinien. Und diese Wälder werden eigentlich im Moment sogar noch mehr genutzt als der Amazonas für den Anbau von Soja oder als Weidefläche. Deshalb müsste das eigentlich mit dabei. Man kann auch noch über andere Produkte reden, die noch auf die Liste müssten. Aber ich will jetzt keine lange Vorrede machen. Erstmal sage ich nochmal durchaus sehr positiv und vielen Dank an die Kommission, das auf den Weg gebracht zu haben. Dass wir jetzt als Grüne und andere im Parlament das unterstützen, ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Dass die NGOs jetzt auch am Ball bleiben, ist auch ganz wichtig. Und ich danke dem WWF, dass wir heute diese Veranstaltung zusammen machen. Auch in Krisenzeiten müssen wir an den Themen bleiben. Und ich will mich gar nicht lange mit Vorrede aufhalten. Ich freue mich, dass wir wirklich so viele Gäste auf der Liste haben und es wird wirklich eine Sicherheit, eine spannende, eine gute Diskussion. Ich bin ja danach auch noch bei dem Panel dabei. Ich gebe wieder ab an Lisa. Vielen Dank, Martin. Nochmal für alle, die neu dazugestoßen sind. Sie können dieser Veranstaltung auch auf Englisch folgen. You can follow this event also in English by choosing the right language channel. Um uns alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen, schauen wir uns jetzt nun zunächst mal diesen Kommissionsvorschlag an, präsentiert von einer Vertreterin der Kommission. Ihr Name ist Astrid Ladefolk. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist Referatsleiterin in der Generaldirektion Umwelt, und zwar für planetare Gemeingüter, universelle Werte und Umweltsicherheit. Frau Ladefolk verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Umweltpolitik in der EU, und zwar interessanterweise nicht nur in den EU-Institutionen selbst, sondern auch auf nationaler Ebene in einem Ministerium und in Thinktanks, kennt also auch verschiedene Perspektiven. Ich darf Sie nun bitten, uns zunächst den Vorschlag in den Einzelheiten vorzustellen. Und die Präsentation wird auch geteilt, das klappt. Thank you very much, and thank you very much for organizing this very timely workshop and or seminar. While indeed our minds may be preoccupied with many other devastating things, let me just start by saying it's not by changing one crisis for another that we will solve a crisis. So we need to continue working on solving the climate and deforestation and biodiversity crisis despite what is going on elsewhere in the world. Next slide, please. So let me introduce you to the proposal of the Commission that we are discussing here today. So the objectives of this proposal is really to minimize, as you mentioned, the EU's contribution to deforestation and forest degradation worldwide. And this we are doing via two specific objectives.
both on the one hand to aim to minimize the risks that comes from the products associated with deforestation in the supply chains, to avoid that such products are placed on the EU market. And at the same time, it's also to increase the EU's demand for and trade in legal and deforestation-free commodities and products. And that's important to underline. We are proposing to continue to promote trade in sustainable products. Next slide, please. I want to start by quickly mentioning a bit that this is, of course, work based on, or this regulation, of course, based on work that has been taking place over the last many years. There has been a very extensive fitness check and an impact assessment that forms the basis, and I recommend you all to look at it, but I will just quickly mention some of the key important things, such as, for example, we have existing legislation, we have the EU timber regulation, we have very extensively looked at what has worked well in implementing that and what worked less well, and we've really taken that into account when designing this new regulation. Also, the impact assessment we have done is based on scientific analysis. We had a lot of stakeholder meetings. We created a multi-stakeholder platform with more than 250 participants. And those were participants both from partner countries and international organizations, as well as from the EU, as the proposal has a very broad reach, both inside the EU and outside the EU. What we have found in all this work and working very closely with stakeholders and people who knows how supply chains work on the ground, and I'm really happy we will come back to that later in the discussions with some of the people you have invited to explain how some of this is taking place already every day. But what we found was that there was really a very high support for binding measures. And so we analyzed around 20 options, and that resulted in the selected option, the mandatory due diligence with country benchmark. Next slide, please. So the regulation we're proposing is has a scope in terms of commodities where it is about palm oil, soy, wood, cattle, cacao, coffee, and some derived products such as leather, chocolate, and furniture. And as I already mentioned, the regulation really applies both to what would be domestically produced within the EU and also what would be imported commodities and derived products. And important for the debates that are happening already on this proposal is that we have designed the proposal with a progressive scope. The idea is that we have started very carefully weighing the costs and benefits in terms of how many commodities we included now, but we will regularly be looking into changes that are happening because, of course, land use is a very dynamic issue, and we need to keep track of what happens and therefore update the commodities covered regularly. We've also proposed that when it comes to when we say that deforestation should have stopped, we have used the agreed sustainable development goals, which aimed at halting deforestation by 2020. So this we have put in the proposal as a cutoff date, the end of 2020. Next slide, please. The main elements in the proposal, as I mentioned, it's really about mandatory due diligence rules that will apply for all operators that wish to place a commodity or product on the EU market or that wish to export them.
The only products that are deforestation free and legal would therefore be allowed, and they would need to be covered by a due diligence statement. What we have done also is to really look at existing definitions, notably a number of definitions in FAO and also in EU legislation such as the Renewable Energy Directive, in order to ensure that it will be possible to implement this in coherence with other initiatives that are on the table. The main obligations are applicable to operators and non-SME traders, and a key part of the proposal is the strict traceability that would be linking the commodity to the plot of land where it has been produced. There's also an information system that would host these due diligence statements and all the related information to really help and facilitate the enforcement by our member states. Next slide, please. Another feature of the proposal is what we call the benchmarking system. It's important to note that because of the very broad coverage of this proposal, we wanted to find a way that really would allow that we could assign risks to countries or to parts of countries. It could be a region, according to the level of risk. And by ensuring such a benchmarking system, that would then allow us to lower the cost, because we would therefore say that member states, the specific obligations for operators and member states' authorities could then be linked to simplified due diligence for those places where we assign a low risk, and similarly enhanced scrutiny for high-risk countries. This is really key in relation to all the discussions that are happening around administrative cost, to try to build something that is really proportionate with the risks that we perceive. We have also an element of minimum level of inspections for member states and authorities to perform. And then we've also included effective, proportionate and dissuasive penalties as a feature. Next slide, please. A third part of the elements is the cooperation with partner countries. This is really key because, of course, as you saw on the list, in terms of the commodities that we are covering, it's a lot of commodities that come from outside the EU. And the imports of the commodities and the products cover around 60 billion per year today. So again, I want to underline, it's not a ban against any of these countries. It's not a ban against any commodities. It's really to facilitate sustainable trade in these commodities and products. So the Commission will step up our cooperation to ensure that the partner countries also can reap the benefits of these new rules. And we will do so by, for example, forest partnerships. We have cocoa dialogues and we have other programs we will use for this. Very important is also that we are intensifying our engagement with other consumer countries such as China and US and in the international fora. Next slide, please. So as I already touched upon, we consider outreach to others really key in order to ensure that we're not the only one taking actions here. So we have really done an intensive involvement of the stakeholders, as I explained, via the multi-stakeholder platform. But I also wanted to highlight that when we did the open public consultation, this was the second most popular in the EU history, with 1.2 million respondents, and 300,000 of them was actually from outside the EU, which is highly unusual when we do open public consultations. So just to say that the proposal is being followed very carefully, both inside and outside. In our extensive interactions with stakeholders and member states and third countries, I wish to
flag again. I mentioned already the US and China. Other countries that are key are the UK and Indonesia. And we had already a lot of work ongoing with these countries, but we're really intensifying that work and seeing how we can take this forward at the same time outside the EU. Next slide, please. So to sum up a couple of key takeaways, the regulation, as I said, is really to enhance trade. It's not to ban trade. It will, of course, have an impact on suppliers in their supply chains, whether they are in the EU or in partner countries. And that's why we're also offering to work closely with and support partner countries. The regulation is really based on the following principle: transparency, accountability, sound scientific and methodological basis, and it's consistent with agreed international commitments, notably, as I mentioned, the SDGs. It's also non-discriminatory because it treats equally domestic and imported commodities and products and covers both imports and exports. Next slide, please. It's part of a broader set of policies. You have here on the slide some of the points from the communication on EU actions to protect and restore the world's forests in 2019. I encourage you to look at that. It's a good overview document of the many initiatives the EU have launched in this area. Support to producing countries and dialogue with those is really, really key, as I mentioned, and we will continue doing that and also taking this forward in multilateral fora. Partnership and cooperation are important because we really need to promote this transition to sustainable agricultural production, sustainable forest management, and the development of transparent and sustainable supply chains. Next slide, please. Thank you very much, and I hope this was a useful overview and look much forward to hearing your feedback and discuss the proposals with you. Thank you. Thank you so much. Ganz herzlichen Dank für diese Übersicht. Jetzt sind wir alle auf dem gleichen Wissensstand, was den Inhalt des Kommissionsvorschlages betrifft. Natürlich gibt es noch einiges an Diskussionsstoff bezüglich, was bedeutet Walddegradierung zum Beispiel, was genau ist Entwaldung, wann ist dieser Stichtag, dieser Cut-off-Date, was bedeutet dieser Progressive Scope, also der immer mehr Produkte erfassen soll und so weiter. Da werden wir jetzt einiges diskutieren. Zunächst wollen wir nun eine zivilgesellschaftliche Einordnung dieses Vorschlags vornehmen von zwei Vertreterinnen des WWFs. Einmal haben wir Dr. Susanne Winter. Sie ist seit 2016 Programmleiterin für Waldpolitik beim WWF Deutschland, also in Berlin. Und sie war zuvor auch Professorin für Landeskultur und Naturschutz an der TU Dresden. Und wir haben Anke Schulmeister, ihre Kollegin in Brüssel, die dort Senior Forest Policy Officer ist und ich glaube auch auf Englisch sprechen wird. Also wir hören uns jetzt an, was die etwaigen Schlupflöcher sein könnten, wie der WWF diesen Vorschlag einordnet. Und danach zoomen wir ein bisschen in Soja und Cerrado, um uns das an einem praktischen Beispiel mal zu verdeutlichen. Bitte schön, Frau Dr. Susanne Winter und Anke Schulmeister. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Tostado, für die Einführung und auch ganz vielen Dank an Astrid Ladefurch für die Übersicht zu dem Proposal. Ich möchte das noch einmal ganz kurz wiederholen. Das wesentliche Ziel dieser Gesetzgebung ist ja der Erhalt des Waldes, von dem wir global jährlich derzeit etwa 10 Millionen Hektar verlieren. Und dieser Verlust nimmt eben, wie auch schon gesagt wurde, gerade wieder zu. Um eine Größenordnung zu geben, das ist die gesamte Waldfläche, die wir in Deutschland haben, die wir jedes Jahr global verlieren. Und wir verlieren dabei eben den biodiversitätsreichen, kunststoffreichen und damit auch nicht ersetzbaren Wald weltweit. Dieser Verlust, und insofern ist es wirklich eben kritisch, beschleunigt die Biodiversitäts- und Klimakrise. Etwa 80% der Arten hängen während des Lebenszyklus vom Wald ab und etwa rund 15% der anthropogenen Kunststoffemissionen gehen auf das Konto der Waldzerstörung. Mit dem
Verlust einhergehend ist eben dann wiederum auch in Wechselwirkung eine Reduktion von landwirtschaftlicher Bodenfruchtbarkeit durch zunehmende Wetterextreme. Bitte nächste Folie. Ein kurzer Blick auf die Rohstoffe und Produkte, die mit Entwaldung verbunden sind. Die wurden schon gesagt, die wesentlichen Soja, Palmöl, Rindfleisch, Holz, Kaffee, Kakao, wesentliche Entwaldungstreiber im Gesetzentwurf schon enthalten. Die durch den EU-Beitrag verursachte Entwaldung wird aber auf diese Weise nur teilweise gestoppt. Bitte einen Klick weiter. Der WWF hat letztes Jahr eine Studie herausgebracht, den WWF Stepping Up Report. Und die Studie zeigt auf, dass Holzplantagen der viertstärkste Treiber der Entwaldung ist. Der Rohstoff Holz wird aber nur in Ansätzen in der Verordnung aufgenommen. Also bisher ist das so, in diesem Proposal wird die Schwäche der EUTA, also der Europäischen Holzhandelsverordnung, bisher fortgesetzt. Hier bedarf es der Aufnahme aller Holzprodukte in das Gesetz. Des Weiteren sind wichtige Rohstoffe wie eben, bitte noch einmal klicken, Kautschuk, Mais, Zucker und auch andere Produkte im Entwurf bisher nicht enthalten. Wenn ich diese Rohstoff- und Produktlücken zusammenfasse, haben sie eine Entwaldungskraft von jährlich etwa 50.000 Hektar. Das zeigt der gelbe Strich in dieser Abbildung, was etwa wiederum rund ein Fünftel der gesamten EU-bedingten Entwaldung ausmacht. Die derzeit also nicht berücksichtigten Rohstoffe und Produkte liegen aufsummiert in ihrer Wirkung derzeit auf Platz 3 nach Soja und Palmöl und vor Rindfleisch. Das wissen wir heute schon und deshalb sollten diese Produkte im Gesetz berücksichtigt werden. Bitte noch einmal weiterklicken. Die EU ist nochmal zur Erinnerung für 16% der Entwaldung und damit als zweitgrößter Importeur von Entwaldung, die mit dem internationalen Handel verbunden ist, verantwortlich. Und ich möchte mal kurz zeigen, wie stark wir hier eben mit Soja einerseits verbunden sind. Ein Klick weiter. Sie sehen jetzt hier in Rot die Sojabohnen und auch Sojakuchen, die aus Brasilien importiert werden. Noch einmal weiter. Insgesamt ist das Thema Soja zu über 50% verbunden mit Entwaldung. Und jetzt noch einmal weiterklicken. Und hier nochmal angezeigt, dass eben die Produkte zu 25% derzeit nicht in dem Proposal sind. Wir aber hinsichtlich der Produktionsländer einen bestimmbaren Anteil als Entwaldungstreiber diese Informationen bereits haben. Ja, mit diesem Fokus auf diese Produktpalette, die ich jetzt mal am Anfang ins Zentrum stellen wollte, übergebe ich an meine Brüsseler Kollegin Anke Schulmeister. Ja, herzlichen Dank, Susanne. Ich bin auch Deutsche. Ich werde jetzt mal versuchen, auch in Deutsch zu sprechen. Es ist nicht, dass ich es nicht mehr kann, aber ich habe einfach festgestellt, dass nach über 15 Jahren hier in Brüssel man doch einige Begriffe eher im Englischen geläufig ist oder mehr geläufig sind als im Deutschen. Aber wir schauen einfach mal. So, nach dieser kurzen Einführung, der uns einfach zeigt, wie wichtig dieses Gesetz eigentlich wäre, also nicht nur von der Produktpalette her, sondern auch von dem von den Folgen, die eine Nicht-Adressierung von Entwaldung oder Waldregulierung haben könnte für uns in Europa, aber auch weltweit. Vielleicht mal gleich zum nächsten Slide. Wir haben da mal was vorbereitet. Und zwar wollten wir Ihnen einfach mal zeigen, am Beispiel von Soja und am EU-Konsum, wovon wir eigentlich reden. Denn der durchschnittliche Bürger, und ich halte mich auch für eine in diesem Fall, ist, glaube ich, sich gar nicht so bewusst, dass wir eigentlich täglich Soja konsumieren. Und zwar in dem, was wir bei uns im Kühlschrank finden. Also die Eier kommen von Hühnern, die in vielen Fällen mit Soja gefüttert worden sind.
genauso wie unser Rindfleisch, aber auch unsere Milch oder der Lachs, denn auch in der Fischzucht wird der Soja eingesetzt. Und wenn man einfach mal hier diesen schönen Burger herausgreift oder die Bulette, je nachdem, wie wir das nennen wollen, dann haben wir da 8,7 Kilogramm auf Rindfleisch, die man da pro Jahr als Europäer konsumiert, wenn man denn eine breit gefächerte Essenspalette hat. Und von diesen 8,7 Kilogramm, dafür braucht man 1,8 Kilogramm Soja, um sie eigentlich zu produzieren. Und eigentlich jeder europäische Bürger konsumiert pro Jahr über 60 Kilogramm Soja. Und das ist eigentlich eine ganze Menge. Vor allem, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, was auch Herr Heusting vorher schon gesagt hat, wir konsumieren nicht nur aus bekannten Regionen wie dem Amazonas, sondern auch eher etwas unbekannteren Regionen wie dem Cerrado, der nicht nur eine Waldfläche ist, sondern auch eigentlich eine riesige Savanne. Und deswegen fällt er nicht unter dieses Gesetz, weil es sich fast nur mit Waldflächen befasst. Aber da hat in 2018 die EU nun mal halt 23% ihrer Sojas importiert. Und wir müssen aber auch sagen, dass der Fußabdruck, den wir haben, durch unseren Konsum ungefähr 70% für Brasilien in diesem Biom, also in diesem Cerrado, stattfindet. Also schon eigentlich eine ganze Menge. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, was eigentlich jetzt für Aktionen notwendig sind. Und wenn wir dann weitergehen, warum ist dieses Gesetz so wichtig? Und da kann man natürlich viel drüber sagen, aber ich wollte einfach mal in so ein paar kurzen, knappen Punkten sagen, auch was vorher schon gesagt worden ist, wir haben keine Zeit mehr. Der Klimawandel und auch der Verlust an Biodiversität, der ist jetzt eigentlich nicht mehr etwas, was wir von uns weisen können. Wir sehen das auch in Europa mit mehr Trockenheiten, die wir haben, hat das Auswirkungen auch für uns und zwar auch für unsere, wenn man so will, Lebensmittelversorgung. Und wenn das heißt, wenn wir jetzt nicht agieren werden, dann werden wir alle einen höheren Preis zahlen in der Zukunft. Nicht nur die Umwelt, auch wir ganz einfach mit dem, was wir täglich konsumieren. Deswegen denken wir, dass dieses Gesetz eigentlich einen, ja, wie sagt man das so schön deutsch, einen Paradigmenwechsel einläuten kann. Weg von dem, es muss alles immer günstig sein und es muss alles schnell gehen zu Märkten, die eigentlich Produkte und Menschen gleicherseits wertschätzen. Und das ist das, was dieses Gesetz, wenn es wirklich auch umgesetzt wird und wenn es ein gutes Gesetz wird, könnte. Dafür ist es aber wichtig, dass auch die, zum Beispiel die EU auch bei ihrem, ja, zu ihrem Wort steht. Und damit meinen wir auch ganz klar die europäischen Mitgliedstaaten. Es gibt mehrere Verpflichtungen, die die EU eingegangen ist. Die letzte war im letzten Jahr in Glasgow. Die Leadership Declaration, in der klar gesagt worden ist, wir möchten bis 2030 Entwaldung stoppen. Dann erwarten wir also auch für uns, dass dieses Gesetz ein wirklich lauter Löwe wird und kein Papiertiger. Und das ist einfach wichtig. Wir dürfen halt nicht vergessen, es geht nicht nur darum, irgendein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Wir brauchen ein neues Gesetz, das Änderung bringt, das Veränderung bringt. Und damit auch für uns eine Erhaltung unserer Zukunft. Und wenn wir da mal weitergehen, wollten wir mal Ihnen ganz kurz vorstellen, das hat Frau Ladefogart schon sehr gut gemacht, aber aus unserer Perspektive, was für uns die Elemente sind, die eigentlich in dem Gesetz jetzt eigentlich weiter verteidigt werden sollten. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass Produkte, die auf dem europäischen Markt gebracht werden, entwaldungsfrei sein sollten und auch frei von Degradierung. Das heißt nicht nur legal in Bezug auf das Land, in dem sie produziert worden sind, sondern auch einfach generell nicht mit Entwaldungen verbunden. Als gutes Beispiel in Brasilien ist es momentan erlaubt, legal oder wäre es erlaubt, noch 88 Millionen Hektar Wald mindestens zu entwalden. Und das ist etwas, was dieser Vorschlag der EU, ja, da möchte er gegenarbeiten. Dann ist es natürlich für uns auch wichtig, auch als Konsumer und für mich persönlich als Konsumentin, dass ich gerne wissen möchte, wo meine Produkte herkommen. Und damit müssen auch Produkte wie Soja, das im Tierfutter benutzt wird, rückverfolgbar sein bis da, wo es produziert worden ist. Sowas ist natürlich auch nur dann möglich, wenn wir eine sehr gute Umsetzung auf Mitgliedstaatenebene haben. Das heißt, wir brauchen klare Regeln, aber auch klare Nicht-Anreize für Firmen, gegen das Gesetz zu arbeiten. Das heißt, wir brauchen eine wirklich gute, wie vorgeschlagene Minimalanzahl an Kontrollen und Checks und auch ganz klare Richtlinien und überzeugende Strafen und Strafansätze und Sanktionen, die da gezeigt werden können. Das ganze Gesetz selbst basiert, wie schon gesagt, auf Sorgfaltspflicht, das ist in Deutschland schon ein schweres Wort, aber die Due Diligence ist noch sogar ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir wollen Transparenz und Rückverfolgbarkeit über die ganze Kette. Und wir wollen das für
alle Firmen, die das zuerst auf den europäischen Markt bringen, aber auch dann die großen Firmen, die von diesen Leuten kaufen. Damit das alles gut funktionieren kann, müssen wir natürlich auch mit den produzierenden Ländern zusammenarbeiten. Und da ist es wichtig zu sagen, dass wir mit diesen Ländern zusammenarbeiten. Und das tut das Gesetz, das macht ja einen Vorschlag dort. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass es schon eine Kommunikation der Kommission von 2019 gab, wo ganz klar adressiert worden ist, dass wir die unterliegenden Probleme, die in diesen Ländern vorherrschen, zur Entwaldung mit adressieren müssen und uns natürlich auch mit den Rechten von den Leuten, die davon betroffen sind, beschäftigen sollten. Deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass dieser Vorschlag jetzt von einer EU-weiten Datenbank ausgeht, in der sogenannte Due Diligence Statements, also wenn man so möchte, Dokumente der einzelnen Firmen eingespeist werden können und die dann für die verschiedenen Mitgliedstaaten und andere zugänglich sind. Es gibt natürlich auch Sachen, die wir gerne noch verbessern würden, und das zeigt sich auf dem nächsten Slide. Was dieser, wie schon angedeutet, dieses Gesetz nicht tut, es bezieht andere Ökosysteme, die nicht Wald sind, nicht mit ein. Zum Beispiel keine Grasländer oder Savannen oder, wenn wir danach gehen, auch nur Mangroven, wenn sie den Wald, wenn sie der Walddefinition des Gesetzes zustimmen. Und wir denken, das ist ein Fehler, weil wir momentan schon sehr viel Druck auf diese anderen Ökosysteme haben und die Gefahr besteht, dass sich der noch vermehrt, wenn wir halt jetzt sagen, nichts mehr darf aus Waldumwandlung auf den Markt gebracht werden und dann man vielleicht sich auf diese anderen Ökosysteme stürzt. Auch wichtig ist, dass alle Firmen den gleichen Regeln folgen für die Due Diligence. Das heißt, im Momentan ist im Gesetz vorgeschlagen, dass es eine vereinfachte Sorgfaltspflicht für einige Firmen gibt, wenn es denn aus Ländern ist, die als Niedrigrisikogebiete eingestuft werden. Wir sehen das nicht so, weil wir denken, es sollte natürlich kein Hindernis sein, wenn eine Firma in einem Hochrisikoland arbeitet, aber dort gute Arbeit leistet und ihre Kette zurückverfolgen kann, sollten die gleichen Regeln befolgen können wie jemand, der aus einem Niedrigrisikogebiet importiert. Außerdem ist es immer so eine schwierige Frage, wie definieren wir denn ein Niedrigrisikogebiet und könnte da eventuell ein sogenanntes Greenwashing stattfinden, dass man Produkte aus Ländern, die Hochrisiko sind, über Niedrigrisikogebiete in die EU mit einbringt. Was uns auch fehlt, ist eine klare Bekenntnis, dass Produkte auf dem europäischen Markt nicht nur nicht mit Naturzerstörung in Verbindung gebracht werden sollten, sondern auch mit der Verletzung von Menschenrechten. Ganz speziell da von vulnerablen Gruppen oder Gruppen, die halt wie indigene Völker oder andere, die ganz spezielle Landnutzungsrechte haben. Und was natürlich gut wäre, ist, dass wir uns nicht nur auf Firmen direkt, die halt in diesen Bereichen arbeiten, beziehen, sondern auch auf den Finanzsektor, der diese Firmen finanziert. Dass auch dieser Bereich mit einbezogen wird in das Gesetz. Und natürlich, wie vorher schon gesagt, bräuchten wir eine wirklich vollständige Produktabdeckung, zum Beispiel indem wir auch Mais und Kautschuk noch mit dazufügen, aber auch zum Beispiel alle Holzprodukte und einfach die Definition, was denn nun ein Risikoprodukt ist, sich nicht nur mit dem Anteil des EU-Imports befasst, sondern auch, was der Einfluss dieses Imports auf die Region eigentlich ist. Und wenn wir dann mal schnell zum nächsten weitergehen, ein starkes Gesetz ist wichtig, aber es ist auch möglich. Was wir jetzt brauchen, ist ein wirklich ambitionierter Ansatz. Wir können einfach unseren eigenen Fußabdruck nicht mehr ignorieren, denn es fällt im Endeffekt auf uns zurück. Klimawandel findet nicht woanders statt und hat dann hier Auswirkungen. Wir sind auch mit Teil davon und können aber auch Teil der Lösung sein, nicht nur des Problems, sondern auch der Lösung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die starken Elemente, wie eben vorgestellt, im Gesetz behalten und auch die Schlupflöcher schließen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir einen positiven Ansatz zu dem Gesetz finden. Also momentan hören wir einfach oft, das geht nicht, das geht so nicht. Aber es geht nicht darum zu sagen, das geht nicht, sondern es geht darum zu sagen, wie machen wir es möglich? Denn dass es möglich ist, zeigen ja schon Firmen, indem sie jetzt schon mittlerweile eigene Commitments haben oder auch viel Erfahrung da ist. Lassen Sie uns diese Erfahrung zusammenbringen und sehen, dass wir das zusammen umsetzen. Und damit gebe ich, glaube ich, wieder zurück zu Frau Witter. Ja, ich werde noch kurz abschließen und zwar einen kurzen Blick in die Situation Deutschlands werfen. Wir können
von unserer Seite sagen, dass unsere neue Regierung mit den dafür zuständigen und zugeordneten Ministerien die Gesetzgebung unterstützt und auch Forderungen entsprechend für noch Nachbesserungen haben. Bernd Farke wird ja später auch noch das Wort ergreifen. Wir haben Erfahrungen in Deutschland mit der Rückverfolgbarkeit, also bereits Methoden, die vorhanden sind und erweiterbar sind und machbar sind. Und ich glaube, aus diesen Erfahrungen kann man auch allerhand ziehen, um diesen positiven Ansatz dann auch zu bekommen, dass dieses Gesetz seine Wirkung entfachen kann. Die Öffentlichkeit in Deutschland möchte sehr deutlich die Entwaldung und Waldschädigung von den Tellern haben und auch aus den Holz- und Papierprodukten verbannt sehen. Und ein ganz wichtiges Element, das haben wir auch aus der Europäischen Holzhandelsverordnung gelernt, ist, dass wir sehen, dass wir einen vereinfachten Zugang zu den Gerichten brauchen, zur Gerichtsbarkeit, und abschreckende Strafen sind natürlich nötig, nicht nur, dass sie im Gesetz genannt sind, sondern dass wir dann auch bei der Implementierung dieses dann auch berücksichtigen. Ich denke, das ist auch angesichts der Fairness für die Firmen, die hier ordentlich arbeiten, angemessen. In Deutschland können wir noch hinzugeben, dass es Forderungen aus dem Holzsektor gibt, dass alle Holz- und Papierprodukte aufgenommen werden sollen. Dies wird ebenfalls verlangt, um die wirtschaftliche Gerechtigkeit einfach herzustellen und auch natürlich aus Praktikabilitätsgründen. WWF hat sehr viel Erfahrung mit der EUTA und das ist in dem Bericht, der hier angezeigt ist, zusammengefasst. Nächste Folie. Ich komme nochmal darauf zurück, das wurde schon genannt. Also es sind nicht nur die NGOs, die hier das Gesetz und die Wirksamkeit einfordern, sondern es waren eben sehr viele Unterstützer, Bürgerinnen aus der EU und außerhalb. Und nächste Folie. Ganz wichtig ist, glaube ich, die Unterstützung von Firmen. Die 78 Firmen, die ein Unterstützungsstatement veröffentlicht haben, einige sind hier angezeigt in den Tabellen, sind aber noch viel mehr. Und ich glaube, auch hier wird dann klar, dass auch die Firmen inzwischen einheitliche, vernünftige Regelungen für die Natur und für den Handel haben möchte. Nächste Folie. Und damit schließe ich. Mit dem Blick auf den Wald und ich hoffe, dass Sie so ein bisschen mitgekriegt haben, wo wir hier die Lücken sehen, aber eben auch, was wir bereits sehen, was in dem Verordnungsentwurf bereits an starken Elementen auch vorhanden ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ganz genau, das wurde aus diesen Präsentationen jetzt deutlich. Also was sind die Schlupflöcher, was sind aber auch die besonders begrüßenswerten Punkte? Also herzlichen Dank für diese Einordnung. Und es hat ja auch sehr gut geklappt mit dem Deutsch hier für die Brüsseler Kollegin. Sogar so gut, dass ich die Rückmeldung bekommen habe, dass die Übersetzung teilweise Schwierigkeiten hatte, weil es so schnell war. Also nochmal der Hinweis auch an die nächsten Referenten und Referentin, möglichst deutlich und nicht allzu schnell zu sprechen. Und ja, es wurde jetzt die Frage gestellt, man kann nicht weiterhin akzeptieren, dass es nicht möglich sein kann, sondern wir müssen jetzt Fragen uns stellen, wie kann sowas möglich sein? Wie kann eine ambitionierte entwaldungsfreie Lieferkettengesetzgebung aussehen und auch in der Praxis funktionieren, auch für all die Unternehmen, die sich da auch sehr unterstützend gezeigt haben, wie wir gerade in der letzten Folie gesehen haben. Und um dieses Wie kümmert sich jetzt der nächste Slot dieser Veranstaltung am Beispiel von Soja. Und da möchten wir zunächst verstehen, also die Bedeutung des Cerrados in Brasilien für den europäischen Sojakonsum. Und das wird uns näher bringen Herr Thomas Fatheuer. Er hat viele Jahre selbst in Brasilien gelebt und gearbeitet und hat unter anderem auch das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio geleitet. Und außerdem hat er auch jahrelang Erfahrungen im Bereich des Tropenwaldschutzes, hat für den DED gearbeitet, für die GIZ, von der wir auch nachher noch hören werden. Und er ist auch Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu diesem Thema, also Tropenwaldschutz, Brasilien, Ökonomie der Natur. Ich werde da auch noch Links in den Chat stellen dazu. Und ich freue mich nun auf einige Erklärungen bezüglich der Bedeutung des Cerrados und für den Sojaanbau für den EU-Export.
Ich höre derzeit nichts. Geht es anderen auch so? Ja. Also nochmal sicherstellen, beim Deutsch sprechen nicht in dem englischen Kanal zu sein. Bin ich jetzt zu hören? Jetzt, ja, jetzt klappt es. Danke. Ich habe den Lautsprecher ausgestellt, muss für den Computerlautsprecher, tut mir leid. Okay, aber wenn es klappt, Hauptsache. Okay, ich fange jetzt gleich schnell an in Medias Res mit einer Statistik, die mich doch etwas überrascht hat. Man sieht jetzt die Entwicklung der Soja-Importe in die EU. Und in den letzten 3 Jahren ist Brasilien zum wichtigsten Importeur geworden, hat die USA abgehängt. Und diese 3 Jahre, die hier erscheinen, sind genau diese 3 Jahre der Regierung Bolsonaro. Also ich muss auch sagen, dass es etwas erschütternd ist, dass trotz des ganzen Bolsonaro-Blamings, trotz der ganzen Problematik, die wir auch hier mitbekommen haben, in diesen 3 Jahren wir diese Wachstumsraten der Sojaexporte aus Brasilien in die EU haben. Ich hoffe, dass die Statistik erkennbar ist. Also wie das zum ersten Mal ist im letzten Jahr 2021, hat Brasilien die USA als Hauptimporteur von Soja überholt. Damit gehen wir zur nächsten Darstellung und damit kommen wir zu dem, was auch anmerkt, was sagt man, wir gehen jetzt ein bisschen in die Region rein, wo wird eigentlich der Soja angebaut. Und wir sehen jetzt auf der rechten Karte dunkel den Bundesstaat Mato Grosso. Also das, was da in dunkelblau oben ist, ist der Bundesstaat Mato Grosso. Der ist inzwischen zum wichtigsten Soja-Anbaugebiet in Brasilien geworden. Man sieht das auch in den Zahlen, also dass das die mit Abstand inzwischen der Staat ist, in dem meisten Soja angebaut wird. Man sieht es auch, wenn man nach links geht, kann man, glaube ich, diese Fläche wiedererkennen in Mato Grosso. Je dunkler es ist, umso mehr Soja wird angebaut. Das ist nicht ganz aktuell, aber es entspricht eigentlich den heutigen Tatsachen noch. Unten im Süden haben wir, Südbrasilien, haben wir einen zweiten Schwerpunkt, der interessiert uns jetzt nicht, weil es ein ganz anderes Ökosystem, ganz anderer Bereich sind. Und wenn wir rechts von Mato Grosso nochmal da gucken wir in Maranhão, was Martin Heusse schon erwähnt hat, ein Gebiet, das, was im Augenblick das große Expansionsgebiet des Soja ist, neben Mato Grosso. Und damit kommen wir jetzt im nächsten Schritt auch zu den Verbindungen zu den Ökosystemen. Bitte die nächste Abbildung. Ja, und jetzt sieht man, also die linke Karte teilt Brasilien in Ökosysteme auf. Das ist eine offizielle Einteilung, das sind Biome, werden genannt. Und es gibt eine offizielle Einteilung, die auch rechtliche Konsequenzen hat, zum Beispiel, wie viel Fläche darf abgeholzt werden. Im Biom Amazonas, Regenwald, darf ein Landbesitzer nur 20% von Waldfläche abholzen. Im Biom Cerrado 50% in der Regel. Es gibt noch Spezifizierungen in Bundesstaaten, aber das ist sozusagen die Grobregel. Und das Grüne, was man hier sieht, ist nun das Gebiet, das offiziell als Cerrado bezeichnet wird. Und wie gesagt, das hat eine rechtlich verbindliche Grundlage. Wir sehen wieder unseren alten bekannten Mato Grosso und wir sehen, dass dieser Bundesstaat geteilt ist. Ein Teil des Bundesstaates ist Amazonas, gelb oben, und der andere Teil ist das Grüne, gehört eben zum Gebiet von des Cerrado. Ja, und jetzt Cerrado wurde mehrmals erwähnt. Was ist das Cerrado? Wir haben auch verschiedene Übersetzungen schon gehört. Savanne. Ich übersetze es in der Regel mit Baumsteppe. Wichtig ist das Wort Baum, glaube ich, in dem Kontext. Rechts haben wir ein Bild von einer typischen Cerrado-Landschaft. Das Problem ist, dass es aber auch, wir werden im nächsten Slide noch andere Bilder sehen. Es gibt verschiedene Cerrado. Es ist natürlich so ein Riesengebiet, ist nicht ein einziges Ökosystem. Und inzwischen sprechen die brasilianischen Cerrado-Spezialisten auch von Cerrados, also vom Plural, von verschiedenen Ökosystemen, die sich unter diesem Begriff verbergen, die nicht dieser hohe Regenwald ist. Deshalb die Probleme mit der Baumdefinition. Diese Bäume sind oft nicht über 5 Meter hoch, weil man sieht durchaus hier eine ganz klar erkennbare Waldformation. Ich glaube, das ist wichtig im Kopf zu behalten. Und gehen wir wieder auf die Karte zurück zu Mato Grosso. Man sieht eben, dass diese Grenze
auch, die ist auch ein bisschen willkürlich. Also wenn jemand 50 Kilometer weiter wandert, ist er im Cerrado und kann dort abholzen oder sein Soja anbauen. Und jeder, der sich mit Entwaldung beschäftigt in den letzten Jahrzehnten, weiß, dass die Frage von Verlagerung eine ganz zentrale Frage ist. Es ist ja nichts geholfen, wenn ich in einem bestimmten Bereich Entwaldung einschränke und dann verlagert sich in den nächsten Bereich. Und diese Erfahrung haben wir eben jetzt gerade gemacht, historisch, das Soja-Moratorium für den Regenwald von Greenpeace initiiert, von vielen Soja-Exporteuren in Brasilien dann unterzeichnet, hat zu einer wirklich deutlichen Reduzierung der Entwaldung durch Soja im Amazonasgebiet geführt, hat aber genau, und das ist inzwischen, glaube ich, wissenschaftlich ziemlich gut bewiesen, in Deutschland haben Jan Börner von der Universität Bonn dazu gearbeitet, aber viele andere auch, es hat eben zu diesen Verlagerungseffekten genau in den Cerrado reingeführt. Und ich glaube, deshalb ist in unserem Kontext diese Diskussion um das Cerrado sehr wichtig. Wenn wir also in Mato Grosso uns angucken, dann reicht es denn eben aus, 50 Kilometer weiter südlich zu gehen und schon ist man im anderen Ökosystem und kann bedenkenlos entwalden, ohne in diesem Soja-Moratorium bedacht worden zu sein. Und genau diese Erfahrung sollten wir jetzt nochmal bei der Diskussion um das entwaldungsfreie Lieferketten sehr stark berücksichtigen. Und das, ja, das nächste sage ich mal bei den nächsten Slides. Also jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten. Ja, da sieht man jetzt diese aktuelle, das ist nun eine ganz aktuelle Geschichte, das sieht ziemlich rot aus. Das sind die offiziellen der brasilianischen Statistik vom INPE, vom brasilianischen Fernbeobachtungsinstitut entwickelten Zahlen. Also da sieht man doch erstmal, dass in Mato Grosso die Entwaldung da, den erkennt man glaube ich wieder, sehr stark im Cerrado-Gebiet konzentriert, aber eben sehr nah am Amazonasgebiet und dann weiter in den Bundesstaat Tocantins und Maranhão, die jetzt inzwischen auch als Mato Piba-Region bekannt geworden ist. Da steht dann auch, das ist dann auch nochmal durch hier so einen gelben Zeichen gekennzeichnet. Und das ist im Augenblick eigentlich die Hauptexpansion des Sojaanbaus. Und da sieht man, das ist genau neben dem Amazonasgebiet. Es ist in derselben geografischen Höhe. Es sind Waldformationen, auch wenn ich jetzt nochmal zwei andere Bilder hier rechts da haben, wo man sieht, dass das Cerrado durchaus auch anders aussehen kann. Auch solche Bilder findet man unter dem Stichwort Cerrado, also wirklich eine sehr vielfältige Landschaft. Das Ganze würde auch nochmal eigentlich ein Plädoyer dafür sein, zu sagen, wir müssen ein bisschen den Fokus wegbekommen von nur Wald auf Ökosysteme. Ich glaube, wir haben selbst aus Europa ein bisschen dazu beigetragen, immer nur auf den Wald zu gucken und sagen, wenn es nicht zur Entwaldung wird, ist alles okay. Aber es kann nicht eine Verlagerung geben, die zur Zerstörung funktionierender Ökosysteme führt. Vor allen Dingen, weil diese Ökosysteme, also Cerrado, noch ein weiterer Aspekt, ganz entscheidend ist für das Wassersystem in Brasilien. Alle großen Zuflüsse des Amazonas entspringen im Cerrado. Also ein Teil kommt von der Amazonas selbst kommt von den Anden, wie wir wissen. Alle anderen Zuflüsse aus Brasilien kommen praktisch aus diesem Cerrado-Gebiet, Hauptquellgebiet Brasiliens. Okay, jetzt gehen wir nochmal weiter. Und ich komme auch schon damit zum Ende. Hier sehen wir nochmal die Entwaldungszahlen. Erstmal ganz nach ganz Ende zu Ende gucken. Wir haben ja pünktlich mit dem Übernahme von Bolsonaro einen Anstieg der Entwaldungszahlen im Cerrado, genau wie im Amazonasgebiet. Also in beiden Ökosystemen oder Biomen hat die Regierung Bolsonaro erfolgreich ihre Politik umgesetzt, der Auflösung der Umweltgesetzgebung, der Umweltorgane. Und das hat zu diesen eben Erfolgen im Sinne von Bolsonaro geführt. Die Entwaldung steigt, tragischerweise. Wenn man jetzt mal ganz links guckt, dann sieht man sozusagen 2001 und bis 2006 sehr hohe Entwaldungsraten, entsprechend im Amazonas. Das muss aber dazu sagen, dass bis 2008 das alle Schätzungen sind. Da gab es keine vernünftige Statistik, die Cerrado
wirklich als Biom-Ökosystem erfasst hat. Es ist immer ein Aspekt an dieser Statistik wichtig. Bei allen Zielen, die Brasilien jetzt verkündet zur Reduzierung von Entwaldung, ist in der Regel 2005 das Basisjahr. Das heißt, es wird Entwaldung aus den Zeiten hinzu als Basis genommen, die sehr hoch war. Und somit hat man heute das bei Anstieg der Entwaldung alle Reduktionsziele bereits erfüllt. Das ist das Drama der brasilianischen Ziele im Bereich von Entwaldung. Sie sind im Augenblick, wie sie konzipiert sind, immer alle schon erfüllt, weil sie diese hohen Entwaldungsraten mit einbeziehen. Also das ist auch immer zu beachten, wenn man in internationalen Verhandlungen mit Brasilien und was hört von Reduzierung von Entwaldung. Brasilien hat es sehr leicht im Augenblick, Ziele zu verkünden, wenn diese hohen Entwaldungsraten in den 2000er Anfangsjahre mit einbezogen werden, im Amazonas relativ gut belegt, hier reine Schätzungen. Gut, das war, kommt noch eine Zeit oder war es da schon? Ah ja, das kleine Resümee noch zu der Geschichte, ne? Das haben wir schon gehört, das kann ich jetzt auch schnell durchgehen, um nicht so viel Zeit zu verlieren. Ja, wir haben natürlich die auch im Cerrado, genau wie im Amazonasgebiet, ist die Ausbreitung der Landwirtschaft und Viehzucht der Haupttreiber. Da haben wir nochmal eine Zahl, die was im 2020, also ganz aktuell, 207.000 Hektar im Cerrado als Entwaldung und davon ungefähr fast ein Drittel auf das Kosten von Soja. Im Amazonas-Regenwald ist die Beteiligung von Soja viel geringer. Das ist fast alles nur Viehzucht und Soja eher fast ein zu vernachlässigender Faktor. Also gerade im Cerrado ist heute Soja ein wichtiger Faktor. Kann man etwas weiter nach unten gehen noch in der, oder sieht man das untere nicht? Nee. Dann kann ich auch damit Schluss machen. Jetzt da bin ich bei diesem, das ist vielleicht noch, ja, da, nee, das, da ist was verrutscht. Aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch, weil nach mir sicherlich noch andere Teilnehmerinnen das bestimmte Zahlen nennen werden. Unten steht noch die Quelle. Das ist vielleicht ganz das Chain Reaction Research. Die haben eine ganz aktuelle Studie zur Entwaldung in Amazonasgebiet und im Cerrado-Gebiet veröffentlicht, die wirklich, glaube ich, sehr lesenswert ist, neben den Sachen, die auch der WWF in letzter Zeit veröffentlicht hat, die auch sehr lesenswert sind. Also da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ne? Und wie gesagt, wir müssen, glaube ich, die Erfahrung ernst nehmen, die gerade im Soja-Moratorium in Brasilien verifiziert worden sind, auch wirklich wissenschaftlich sehr fundiert verifiziert worden sind, dass die Beschränkung auf ein Ökosystem unweigerlich zur Verlagerung, zur Leakage in andere Ökosysteme führt. Und man muss eben gucken, wie man das im Kontext eines Lieferkettengesetzes, zu waldfreien Lieferketten adressieren kann. Damit schließe ich und noch ein, Martin hat am Anfang eine Studie verwiesen, die gerade durchs Internet kursiert, ne, die wieder neu zeigt, wie wichtig diese es ist, einschränkende Maßnahmen zu machen, wie hoch die Not ist. Und ich meine, das einzig Positive ist, was ich da noch zu beitragen kann, dass dieses Jahr die Wahlen sind, dass im Oktober gewählt wird in Brasilien und dass wir alle hoffen, dass das auch das Ende der Amtszeit von Bolsonaro sein wird. Und wenn wir die Statistik vorher nochmal uns in Erinnerung rufen, es hat unter der Regierung Lula eine drastische Reduzierung von Entwaldung gegeben. Man kann durch eine andere Regierung hoffen, dass das möglich ist. Das ist gezeigt worden. Wir wissen alle, wie es geht. Und wir hoffen, dass durch einen Politikwechsel da noch diese drohenden Szenarien aufgehalten werden kann. Und daran sollten wir auch arbeiten. Vielen Dank. Herzlichen Dank dafür. Im Chat kam die Anmerkung, ob man denn den Link posten könnte bezüglich dieser letzten angegebenen Quelle. Also gerne einfach reinkopieren, Thomas Fatheuer. Ich habe auch zwei Links gepostet bezüglich einer Studie zu Amazonien heute, Amazonia Today, auf Deutsch und auf Englisch verfügbar.
Also vielen Dank für diese Einordnung und auch den Bericht über diese historischen Erfahrungen bezüglich des Soja-Moratoriums, was wir daraus lernen können und den Hinweis auf diese Problematik der Verlagerung und auf die Notwendigkeit, auch andere Ökosysteme zu schützen. Und ja, wie genau so eine entwaldungsfreie Lieferkettengesetzgebung nun aussehen kann, hören wir jetzt noch von einer Vertreterin der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit namens Katja Albrecht. Sie arbeitet seit 2012 dort und ist aber schon seit 2008 in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, inklusive Erfahrung auch in der EU-Kommission, also kennt auch da die Tücken. Und seit 2018 ist sie Beraterin in der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, zuständig für entwaldungsfreie Lieferketten und Nachhaltigkeit in den Agrarlieferketten Soja und Palmöl. Also eine Expertin, und ich freue mich auf Ihre Einschätzung, Frau Katja Albrecht. Bitte schön. Vielen Dank. Genau, die Präsentation wird gerade geteilt. Vielen Dank. Genau, also ich möchte ein paar Einblicke geben in ein Umsetzungsvorhaben, das wir seit 2020 umsetzen über die GEZ im Bundesstaat Maranhão, der ja auch einige Male schon genannt wurde, der im Amazonas, also teilweise im Amazonas liegt, aber dann auch zum Großteil im Cerrado. Genau, da könnten wir dann direkt einsteigen. Manches wiederholt sich vielleicht ein bisschen. Genau, also wir haben hier kurz nochmal die Darstellung der Sojalieferkette und der verschiedenen Verwendungen von Soja. Natürlich wird es hauptsächlich als Tierfutter genutzt, aber auch in anderen Bereichen. Jetzt könnten schon die nächsten Punkte einfliegen. Genau. Ich möchte zum Anfang eine kleine Definition davon geben. Ja, was wären entwaldungsfreie, nachhaltige Sojalieferketten für uns? Soja ist dann, die Lieferkette ist dann nachhaltig und entwaldungsfrei, wenn Entwaldung nach einem bestimmten Stichjahr nicht mehr stattgefunden hat. Also die Verordnung, wie wir gehört haben, schlägt ja jetzt den Dezember 2020 vor. Wir sind aber auch der Meinung, dass bestehende Abkommen und Privatsektorinitiativen auch nicht unterminiert werden sollten. Also viele Nachhaltigkeitsstandards nutzen ja das Stichjahr 2008, 2009, und das sollte natürlich möglichst auch bestehen bleiben. Soja-Lieferketten sind dann entwaldungsfrei, wenn sie auch transparent sind und bis zum Ursprung, also bis zum Plot of Land, auch zurückverfolgt werden können. Dann sind noch zwei weitere Punkte zu nennen, da wir natürlich von der entwicklungspolitischen Seite auch an das Thema herangehen, ist uns wichtig, dass im Ursprung diese Lieferketten zum Erhalt von Wäldern beitragen und idealerweise auch aus Regionen stammen, die insgesamt die Entwaldung reduzieren, die sich Ziele setzen für den Erhalt von Wäldern, die aber auch andere Nachhaltigkeitsziele verankern. Das heißt, damit ist auch das Ziel erreicht, dass Wälder insgesamt intakt gehalten werden und natürliche Ökosysteme und dementsprechend auch keine, nicht nur bezogen auf die einzelne Farm, die Entwaldung gesehen wird, sondern wirklich in der Fläche auch erhalten bleibt, die Wälder. Dann die nächste Folie, bitte. Genau. Wir hatten das gerade auch schon gehört, der Cerrado, das ist dieses Gebiet hier in Braun gekennzeichnet, das sich über verschiedene Bundesstaaten in Brasilien erstreckt. Und dann könnte schon der Text mal kurz genau einfliegen. Genau, wir hatten gehört, also der Großteil der Importe stammte, also der EU-Importe von Soja stammte 2020 aus Brasilien. Und wir hatten auch gehört, dass das natürlich seit dem Amazonas-Soja-Moratorium es eine Verlagerung gegeben hat hin in den Cerrado. Es gibt weniger direkte Entwaldung für Soja im Amazonas, während natürlich Entwaldung insgesamt stattfindet, ist die aber nicht so direkt verbunden mit dem Anbau von Soja, sondern erstmal mit der Viehzucht und erst im Nachgang mit Soja. Dann hatten wir auch schon gerade gehört, also der brasilianische Forst- oder das Waldgesetz erlaubt im Cerrado, dass 65-80% der Fläche auf einem privaten Landbesitz umgewandelt werden. Das kommt darauf an, ob man im legalen Amazonas oder im Cerrado sich befindet.
Die EU hat im Jahr 2018 zwar nur 7% aus den sogenannten Matupiba-Staaten, das sind die nördlichen, also Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia, bezogen. Das ist relativ gesehen eine geringe Menge, aber laut der Plattform Trace war dieser Import für über 60% der Entwaldungs, des Entwaldungsrisikos verantwortlich. Das heißt, also da konzentriert sich die Entwaldung. Die Flächen im Süden und auch teilweise im Mato Grosso wurden schon vor einigen Jahren umgewandelt. Und dann noch ein letzter Punkt. Müsste da kommen? Nein? Okay, dann gehe ich direkt über zur nächsten. Doch, genau. Genau, also die Sache ist die, dass bestimmt Soja sich jetzt häufig auf Flächen ausweitet, die schon vor einigen Jahren umgewandelt worden sind. Es gibt also, Soja ist ein indirekter Treiber. Wie gesagt, ist erst häufig die Besetzung von Land mit Rindern der direkte Zusammenhang zwischen Entwaldung und agrarischer Nutzung. Und erst später kommt Soja dazu. Und die Initiative Trace vermutet, dass in den nächsten Jahren bis 2023 nochmal 100.000 Hektar Land mit Soja bepflanzt werden. Okay, dann würde ich den kurz erklären, wo wir uns befinden in Maranhão. Warum setzen wir da Projekte um? Also Maranhão ist, liegt eben hauptsächlich im Cerrado-Biom. Es ist noch eine Entwaldungsfront. Und seit 2000 wurden über 5 Millionen Hektar der natürlichen Vegetation, was zum großen Teil Wald ist, aber auch teilweise eben Grasland und Savannen, umgewandelt, also ungefähr 25% der Fläche. Heute sind fast 2,8 Millionen Tonnen Soja werden im Staat produziert. Das ist auch eine Steigerung in den letzten Jahren gewesen. Es gibt ein wichtiges Anbaugebiet im Süden des Bundesstaats, rund um das Munizip Balsas, aber auch weitere neuere Gebiete im Osten des Bundesstaats. Dann haben wir eine Studie in Auftrag gegeben vor einer Weile, die zeigte, dass der Großteil der Exporte aus Maranhão zwar nach China geht, aber gemessen auf den Zeitraum 2004 bis 2018 sind auch immerhin mehr als ein Drittel in die EU exportiert worden. Und die soziale Situation ist die, es gibt viele traditionelle Gemeinden, also das sind die sogenannten Quilombolas, die afro-brasilianischen Gemeinden oder auch indigene Gemeinden im Bundesstaat, die dort teils vertrieben werden. Also es gibt verschiedene Landkonflikte, wenn sich Soja oder auch andere Anbauprodukte ausweiten. Und ja, Maranhão ist der brasilianische Bundesstaat mit dem niedrigsten Human Development Index, also ein recht armer Bundesstaat. Okay, dann kurz zum Projekt, das wir umsetzen. Das Ziel ist also mit verschiedenen relevanten Akteuren in der Sojalieferkette aus dem öffentlichen Bereich, aus der Zivilgesellschaft und aus dem Privatsektor Nachhaltigkeitsinitiativen umzusetzen, die zu mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in der globalen Lieferkette führen. Wir sind seit 2020 aktiv, also besonders die Kollegen vor Ort, und bis 2023 soll es auch erstmal weitergehen. Es gibt verschiedene, also Kooperationen auf verschiedenen Ebenen, einmal mit dem Umweltsekretariat des Staates, und da hatte der Staat 2021 auch eine sogenannte Red-Plus-Strategie veröffentlicht. Das heißt, also der Staat zeigt politischen Willen, die Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung zu senken. Dann wird in Kooperation mit verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel IPAM, ein Forschungsinstitut, unter anderem die Validierung und die Identifizierung von Flächen vorangetrieben, die wieder instand gesetzt werden sollen oder nachhaltig gemanagt werden sollen. Cadastro Ambiental Rural, das ist, um kurz zu erläutern, das ist ein Register, das ist verpflichtend in Brasilien. Da muss jeder private Landbesitzer
eingetragen sein und da wird überprüft, ob der Landbesitzer sich im Einklang mit der brasilianischen Forstgesetzgebung befindet oder ob zu viel entwaldet wurde. Dann gibt es eine Kooperation zusammen mit der Universität von Minas Gerais. Die haben erfolgreich schon im Bundesstaat Pará ein grünes Siegel entwickelt. Und das soll nun auf den Bundesstaat Maranhão übertragen werden und auch für Soja und andere Ölsaaten verwendet werden können. Da geht es darum, dass überprüft wird, ob ein Landbesitzer mit der Umweltgesetzgebung übereinstimmt, ob er das Recht hat, also das Recht an dem Land hat, ob es Einträge gibt in öffentlichen Datenbanken, die zeigen, dass es Verstöße gegen Arbeitsrechte gab. Also all diese Dinge werden in einer Plattform zusammengetragen und sind für jeden einsehbar. Und das heißt also, dieses grüne Siegel wird vergeben. Einen Moment. Das ist also auf Ebene der, können Sie nochmal kurz zurückgehen? Auf Ebene der privaten Betriebe kann man dann einsehen, also was ist der Status dieses Betriebs? Ist der im Einklang mit der Gesetzgebung? Wurde entwaldet legal oder illegal? Das ist also sehr transparent einsehbar. Wir haben aber auch noch dann außerhalb des Umweltbereichs Kooperationen mit dem Sekretariat für die Familienlandwirtschaft. Das heißt, hier wird auch die Landrechtssituation überprüft, die Landnutzungssituation. Und im Sinne einer nachhaltigen Anbauregion, die ich anfangs erwähnte, wird auch auf lokaler Ebene zusammen mit vielfältigen Akteuren an einem Plan für die nachhaltige Landnutzung gearbeitet, aber auch Maßnahmen unternommen, um die Familienlandwirtschaft zu stärken. Denn die Familienlandwirtschaft ist oft auch negativ betroffen von dem Soja-Anbau und anderen landwirtschaftlichen Aktivitäten. Dann der nächste. Genau, also, Entschuldigung, die 10 Minuten wären dann bald um, also bitte zum Schluss kommen. Okay, danke. Noch zwei, ich fasse das ein bisschen zusammen. Das ist auch die letzte Folie. Also es gibt Kooperationen einerseits mit dem Verband Abiovil, das heißt, da wird mit Sojafarmern zusammengearbeitet an Themen wie Umweltschutz, aber auch nachhaltiger Anbau, aber auch soziale Themen. Das ist eine Art, also es gibt technische Unterstützung und ein Self-Assessment. Also es wird, der Farmer schaut sich an, ob er Fortschritte gemacht hat. Es werden Empfehlungen ausgesprochen. Es werden verschiedene Dinge unterstützt, wie der integrierte Anbau von Baumkulturen und von Landwirtschaft. Es wird aber auch die Babassu-Wertschöpfungskette, es ist ein lokales Anbauprodukt unterstützt. Und zuletzt noch natürlich nicht zu vergessen, die Kooperation mit dem WWF Deutschland und mit Brasilien, wo es um die Arbeit an den zwei Enden der Lieferkette geht, und zwar einmal die Nachfrage nach nachhaltigem Soja zu stärken hier in Deutschland. Und in Brasilien geht es darum, Transparenz zu erhöhen in der Lieferkette, aber auch finanzielle Mechanismen zu entwickeln, um also Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen anzubieten. Denn die Produzenten in Brasilien sagen immer wieder, für sie lohnt sich der nachhaltige Anbau nicht und legal wäre es möglich, Flächen umzuwandeln. Also steht das Thema finanzielle Anreize immer wieder im Zentrum und der Gespräche mit brasilianischen Produzenten. Genau, das wäre dann auch schon mein Beitrag. Vielen Dank. Dankeschön für diese Erklärung auch über Best Practices, was bereits umgesetzt wurde, was möglich ist. Wir müssen jetzt schnell weitermachen, denn wir sind etwas in zeitlichem Verzug. Und zwar geht es jetzt noch darum, wie diese Nachverfolgbarkeit, also auch die Transparenz von Lieferketten durch technische Lösungen gewährleistet werden kann, was es da für innovative Ansätze gibt, wie man sich die Technik auch zunutze machen kann heutzutage, um das Monitoring zu verbessern, wenn die Gesetze erstmal verabschiedet wurden und in Kraft sind. Und dazu hören wir jetzt von Dr. Markus Bohn.
Steiner. Er ist Gründer und Geschäftsführer der AgroIsoLab GmbH. Das ist ein Labor, das die Analyse von Isotopen, von Bioelementen zur Echtheitsprüfung verwendet, um eben ja die Herkunft verschiedener Waren zurückverfolgen zu können und um Fälschungen zu erkennen. Und wir hören auch von Johannes Zahnen vom WWF der Deutschland, der Senior Advisor Forest Policy Director ist und da auch Expertise hat, wenn es um Nachverfolgung geht. Bitte schön, the floor is yours. Hallo, hier ist Johannes Zahnen. Wir würden es umdrehen. Ich würde kurz die Einführung machen, die einleitenden Sätze. Und da ich gehört habe, dass die Übersetzung sehr gut läuft, würde ich das auf Deutsch machen. Kann man nämlich gut hören? Ja, allerdings scheint es ein Problem mit mir zu geben. Das tut mir sehr leid. Also die Technik wird sich darum kümmern. Und auch nochmal die Bitte übrigens an alle Teilnehmenden, ruhig ab jetzt auch schon Fragen zu stellen in den Chat. Aber wir können Sie auf jeden Fall hören, Herr Zahnen. Okay, also ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema EUTA und Holzrückverfolgung. An der Stelle ist es vielleicht ganz interessant, wenn es um die technische Rückverfolgung geht, dass bei der Diskussion um die EUTA auch schon es eine Diskussion gab um öffentliche Deklaration der Holzart und Holzherkunft. Damals hat sich die Industrie sehr gewehrt und gesagt, dass das technisch überhaupt nicht umsetzbar wäre und nicht möglich ist. Interessanterweise hat das die Schweiz dann später gemacht. Also bei der EUTA kam es nicht, aber die Deklaration, die öffentliche, die gibt es heute in der Schweiz. Und also dieses Argument, das wäre technisch nicht möglich, das haben wir damals schon gehört, wurde dann aber eines Besseren belehrt. Die forensischen Methoden, insbesondere die Isotopenmethode, die ja im Entwurf genannt ist, ist uns schon lange bekannt. Der WWF Deutschland hat zusammen mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, also einer Umweltstiftung, die zusammen mit AgroIsoLab diese Isotopenmethode weiterentwickelt, sodass sie im Holzbereich auch anwendbar ist heute. Und man muss sagen, dass die Transparenz und das Wissen und die Möglichkeit, diese Herkunft verifizieren zu können, wirklich der Schlüssel ist, um Legalität sicherzustellen. Und wenn die neue Verordnung kommt, dann eben auch Entwaldung und Degradierung. Um das ganz kurz aus Sicht des WWF zusammenzufassen, die Methode ist da, sie funktioniert. Es ist gut, dass sie im Entwurf genannt ist und sie wäre ein Riesenfortschritt zur Transparenz und zur Umsetzung, zur tatsächlichen echten Umsetzung in der Praxis. Und deswegen möchten wir auch, dass das so umgesetzt wird, wie es im Entwurf steht. Und jetzt übergebe ich an Markus Bohner, der das Labor betreibt und das Fachwissen hat, um das nochmal zu erklären, wie die Methode funktioniert und angewendet werden kann. Besten Dank. Yes, thank you very much. I'm German, but I normally prefer English because my company is working on international scale. So, Johannes Zahnen mentioned it. We are talking now about analytical tools to check the origin. So, wait a moment. Now it should start. Yes. Only some brief overview. My company is a spin-off of the biggest German research center in Jülich. And today we have more than 150 different databases. And we are at the moment the biggest stable isotope laboratory in Europe, I think also in the world. So you will ask what we are doing. Our core competence is really to use stable isotope analysis to check the origin of products like food or wood. And we are doing it routinely. So for example, we are doing it for any kinds of customer in the market. And please take into account, we are not talking about any kind of radioactive stuff. In nature, you will find always heavy variants of the elements. So they are existing, but they are also stable. And there is only a tiny amount available in nature. But, and this is a trick, we find different patterns in nature of these heavy isotopes. So for example, you see it here, this is our global water cycle. And we find in water different kinds of isotopic signatures in the water.
And so this was the start, starting around by 1970, that we can use derived techniques to predict the origin. For example, this is from the European egg database, from the European egg industry. You see here different patterns in yellow, amber, blue, of tissue water of eggs. And we can use this kind of information to predict where the egg is coming from. Is this relevant? Yes, it is. We have a lot of fraud samples, and you see it here, some from the newspapers, which was a scandal in Switzerland and scandal in Netherlands. We have problems with the authenticity of eggs. And we have different kinds of databases, like the UK pork database, only to control is it really from UK or from the European Union. Well, as you know, Germans like asparagus. We have an asparagus database. Or with this tomato database from the German retailer, they want to know is the tomato really from Italy or from China, which this is a big problem. And for sure, this is a hair database, which colleagues from US have built up to predict is a citizen from USA or not. And what we have shown in a project here in Germany is that you can use Stabilizer as well to check the original's origin down to the field level. So we can use stable isotope analyzers for on the country scale, but we can use it down to the field level as well. Because of this potential possibilities, we have in Germany now 6 authorities, official laboratories, they are using this stable isotope method to control the German market. And we have various databases. The oldest one, we have a European wine database. We have some mentioned asparagus database down to fruit juice databases. So we have a lot of database available. And what we have shown, you can use this kind of technique in court cases as well, without any doubt. So, but it's also used, for example, in timber on international scale. This is the US oak database. US has built up their own oak database to check is the oak really from USA or not. And you see here different kind of patterns. You see here the different stable isotope signatures in oak. And this was one of the starting points to use the method in US, and they use it to check is the oak from Chinese Amur region or from Russian Amur region. And they found that there was a lot of problems going on. This was a Lumber Liquidator case. And Lumber Liquidator has to pay a fine of 30 million because there was a wrong declaration on the oak. So this was the starting point that an idea was developed to set up an international consortium called World Forest IDEA. And the slogan of this consortium is using science to take deforestation off the shopping list. You see it on the right. So we are working on various topics. And my company is involved, World Research Institute, FSC, Kew Gardens, and certainly the US Forest Service, the authority for US. And the aim is to build up worldwide sampling structures to get from everywhere in the world samples, to archive them, to have these physical samples available to use them for any colleagues in science, for any kind of analytics, to build up international analytical database to check the origin. And one database is certainly based on stable isotopes. And here you see some background information. We have at the moment $6.2 million available. We have collected 2,163 samples. We want to get 500,000 samples in the next years, and we want to get a funding rate of 50 million. At the moment, it's only funded by US and UK because they like the idea to have a total overview of what's going on in the world. Unfortunately, EU is missing, which is at the moment a little bit a tragedy that the European Union is not spending any money in this kind of idea. So what we are building up is a global oak database. We have building up a full mapping of East European countries. Think about the problem in Romania, where a lot of illegal logging is going on. Think about tick database Myanmar issue. But what
at the moment is more interesting for you is the critical forest risk commodities like soya, palm oil, cocoa, coffee, cattle. And three of them, we have started new project in 2021 for soya, cocoa, and coffee. And one which is certainly highlighted is soya, because it has definitely the lowest level of traceability among high-risk commodities. If you look into the traders' documents, you will see that only 60% of reporting companies are able to trace more than half of the traded volume. So this is really, really disappointing. So what's going on at the moment? We are doing a big project in Latin America. We have on the way more than 400 reference samples. And you see the supporters are the countries directly, like Brazil. So you see the blue spots. They are sampling in Brazil. They are sampling also in Mato Grosso. But US is helping us. The Forest Service are doing sampling. We get samples from Bolivia directly, or from Argentina and Paraguay. They are all delivering these kinds of 400 reference samples to have a database of physical samples and analytical data. So why are these projects done? For sure, we are just not very briefly. The time is up, so please. Yeah, it's the last slide. Speed up. Okay, great. Thank you. So for sure, we are not talking about a new European legislation. Please think about that. US and UK have similar legislation in place, and this has tremendous effect on the total company. So we require corporate accountability for trading in critical forest risk commodities, right? And what's really is the fact is that modern analytical tools are ready and accepted, for example, in US and UK, to provide more controlling and transparency in the market. So thank you very much for your attention. Dankeschön, sehr spannend. Und ich denke, das verdeutlicht die vielschichtige Diskussion jetzt hier. Also wir hatten es von politischen Streitigkeiten und was ist politisch machbar, was ist ökonomisch machbar bezüglich Handel, was ist die Ökologie, was sind die Kipppunkte, was ist die Definition von Entwaldung, aber jetzt auch ein Ausflug in die Chemie. Also sehr interessant, was da alles möglich ist und was da schon alles läuft. Wir werden darauf hoffentlich noch zurückkommen in der leider relativ kurzen Diskussion, aber das war jetzt heute vor allen Dingen eine Serie an Inputs, die uns sicherlich sehr viel weitergeholfen hat, diese ganze Materie besser zu begreifen, zu verstehen und zu bearbeiten. Zuletzt jetzt noch als Input einen kleinen Ausblick, gerade auch in Deutschland, wo es ja einen Regierungswechsel gab, interessiert uns jetzt, was kann Deutschland auch als Mitgliedstaat der Europäischen Union, aber auch als Einzelstaat wirklich tun, um Lebensmittelimporte frei von Naturzerstörung zu machen? Und da haben wir jetzt noch Bernd Farke eingeladen. Der ist bereits seit 2001 im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft tätig und leitet dort die Abteilung Wald, Nachhaltigkeit und nachwachsende Rohstoffe. Also bitte möglichst knapp, was kann Deutschland für Lebensmittelimporte ohne Naturzerstörung tun? Ja, ich versuche mal ein bisschen Zeit rauszuholen. Dankeschön. Indem ich nämlich die ganzen Informationsteile, die ich hier in meinen Aufzeichnungen habe, einfach weglasse, weil das war wirklich hervorragend, was wir bisher gehört haben. Die gesamte Problemlage ist sehr gut dargelegt worden und auch die Lösungsansätze, so dass ich mich eigentlich ja hauptsächlich mal auf das Politische ein bisschen beschränken kann. Und was vielleicht jetzt neu ist mit der neuen Leitung im BMEL, ist tatsächlich, dass wir diesen Legislativvorschlag der Kommission dringend unterstützen. Der war überfällig, weil er eben eine Verbesserung der bestehenden Systeme, das haben wir eben auch schon gehört, IUTA und die anderen Systeme einfach darstellt, und dass wir da gucken müssen, wie wir diese ganze Geschichte auch schärfer stellen und insgesamt mehr Dinge einbeziehen, mehr Produkte auch einbeziehen, als sie vorher bis jetzt geregelt wurden. Also das ist ein Unterschied. Wir unterstützen da insbesondere auch die französische Ratspräsidentschaft. Das ist eine der wenigen wichtigen Aktivitäten, die Deutschland sozusagen jetzt auf dem Weg hin zu entwaldungsfreien Lieferketten bietet. Auf der anderen Seite haben wir dann aber ja natürlich die nationale Politik. Also wie können wir mit unserer nationalen Politik dann die entwaldungsfreien Lieferketten
voranbringen. Da haben wir meiner Meinung nach zwei Stellschrauben, an denen wir arbeiten können. Und die eine ist der eigene Konsum. Der eigene Konsum hat ja damit zu tun, wie viel Soja wird importiert in die EU. Insbesondere, wenn ich mir den Konsum tierischer Produkte anschaue, ist das hier tatsächlich ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Insbesondere auch ist Deutschland da einer der wesentlichen Nachfrager. Und gleichzeitig haben wir Probleme auf den Märkten, wenn es um den Absatz von Schweinefleisch zum Beispiel geht. Außerdem haben wir bisher noch eine Produktion, die so ausgelegt ist, dass sie auf Export ausgerichtet sein muss, damit das noch funktionieren kann für die Landwirte. Und da ist ein Ansatzpunkt zum Beispiel, den ich nennen will, wo die neue Politik jetzt in der neuen Regierung ansetzen will und insgesamt die Tierzahlen dann einerseits durch ein Förderprogramm beim Umbau der Tierhaltung runterkriegen will, andererseits aber eben damit verzahnt auch eine Ernährungsstrategie entwickeln soll, laut Koalitionsvertrag, die ja 1:1 damit funktionieren muss. Das sind zwei Paare oder sind zwei Seiten einer Medaille. Eine Ernährungsstrategie sollte sich ja einerseits an der individuellen Gesundheit ausrichten, andererseits aber eben auch die Umwelt- und Klimaziele mitverfolgen, die wir haben. Und da haben wir natürlich mit der Pyramide zum Beispiel von der DGE schon mal gute Hinweise darauf, was eine gesunde Ernährung auf der einen Seite ist. Zufälligerweise deckt sich das aber ziemlich genau auch mit einer umweltfreundlichen Ernährung. In die Richtung wird sicherlich die Ernährungsstrategie gehen, die die neue Bundesregierung dann hier erarbeitet. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen unseren Konsum ändern und wir müssen an den Stellschrauben drehen, die dazu führen. Das ist das eine, was wir haben, um unsere eigene Politik zu ändern und entwaldungsfreie Lieferketten zu stützen. Der zweite Punkt, den ich nennen wollte, aber auch nur ganz kurz, ist, dass wir es schaffen müssen, sonst funktioniert auch das Gesetz aus Brüssel nicht, gute Zertifizierungssysteme einzurichten. Also wir selbst als BMEL sind ja seit Jahren im Roundtable on Sustainable Palm Oil aktiv und haben auch da immer noch Probleme, dass dieses Zertifikat, das auch damit zusammenhängt, nicht unbedingt alles so abbildet, wie wir es gerne abbilden möchten und zertifiziert. Also insbesondere auch in der Indirect Land Use Chain ist im Prinzip nicht abbildbar und ist auch, glaube ich, von keinem Zertifizierungssystem richtig unter Kontrolle zu kriegen. Da sind noch große Aufgaben, da müssen wir dran arbeiten, alle zusammen, also nicht nur national, auch die EU. Und glaubhafte Zertifizierungssysteme, um auch dem Verbraucher deutlich zu machen, dass hier entwaldungsfreie Produkte angeboten werden, wenn sie eben nicht substituiert werden können, müssen her und da ist eine große Aufgabe, die wir als nationale Politik machen wollen. Damit will ich es einfach mal belassen. Vielleicht gibt es ja Fragen, die dazu führen, dass ich noch das eine oder andere dann sagen kann und warte einfach. Danke. Ja, wow, herzlichen Dank. Das hat uns ein bisschen, das hat ein bisschen Zeit gut gemacht, aber auch natürlich dank der guten Vorarbeit der Vorrednerinnen und Redner, um die Situation zu beleuchten. Und ja, danke für die klaren Äußerungen bezüglich der ja, zwei Stellschrauben, die Sie sehen. Oder zwei große Stellschrauben zumindest, es gibt natürlich andere. Um jetzt so ein bisschen noch die Diskussion zu eröffnen und ich lade auch nochmal die Teilnehmenden ein, sich gerne des Chats zu bedienen und die Fragen zu stellen, ein paar sind schon reingetröpfelt, würde ich gerne zunächst nochmal die beiden Policymaker hier im Panel bitten, sich zu äußern. Also einmal Astrid Ladefoged von der Europäischen Kommission und dann danach auch Martin Häusling. Vielleicht zunächst mal ganz allgemein noch Ihnen die Möglichkeit geben, zu reagieren auf das, was Sie gehört haben, besonders bezüglich der geäußerten Kritik auch, also zum Beispiel, dass nicht alle schützenswerten Lebensräume berücksichtigt sind bisher in der Gesetzesgebung, dass der Cut-off-Date relativ
spät kommt, dass die Produktpalette erweitert werden sollte, denn wichtige Produkte sind bisher nicht erhalten und werden weiterhin zur Entwaldung führen. Menschenrechte sind nicht ausreichend berücksichtigt. Also die Punkte, die wir gehört haben, gerade nach Ihrer Intervention, Frau Astrid Ladevogt, und danach gerne Martin Häusling mit verschiedenen Reaktionen auf die Traceability, auf die Möglichkeiten, die wir haben, aber auch auf vielleicht Konsum und die Farm-to-Fork-Strategie in diesem Zusammenhang. Also bitte schön, Frau Astrid Ladevogt, zunächst einmal. Thank you for being with us. Thank you very much. And this was indeed a very rich debate. But I would like to come back on a couple of points that I heard. Well, first of all, I'm delighted to hear the strong support for the proposal and a number of ideas on how it is considered the proposal even could be strengthened. I also heard that several mentioned the paradigm shift, which I think is indeed really what was the intention behind this proposal. Because as we discussed in the beginning, deforestation has been a challenge for a long time, and we've been discussing a lot about it. And I think that what also the last presentations showed really well is that actually a lot of big companies have done a real effort in ensuring that their supply chains have been cleaned up. And they've undertaken major investments and efforts to try to ensure traceability. And for that reason, it's only fair to create a level playing field and turn those best practices into the starting point for others to follow suit. And that's very much behind some of the logic and how we have built the proposal on looking at what is really happening in the market. I noted that there was an idea to quite substantially expand the scope in terms of what would be covered of commodities. I also noted ideas on expanding to other ecosystems. And here I just wanted to mention that this is really something we had looked at in our analysis. What we have proposed is that we would really, in already 2 years after the proposal would enter into force, we would actually do a review to really see whether it would be feasible and whether it would make sense to expand the scope. We also propose indeed to look at whether we should look at more ecosystems. But right now, we consider that the proposal as it stands has this balance between the EU really acting while at the same time in parallel working very close with the Americans, the Chinese and the Brits, as also mentioned by several, that we really need to see step up their efforts as well. And maybe just that as a last comment also to the last presentation, that there are good things happening indeed in the UK and the US, but what we've seen so far outside the EU from other countries is a primarily focus only on legality. So saying we should stop deforestation when it's illegal in those countries. But we all know here, and I think some of the presentations also showed quite well, that it's perfectly possible to have deforestation that would be legal in national laws. And this is still something that European citizens do not wish to see in their plate, whether others call it legal or not. So this I would like to underline in terms of whether others will follow us on this. This is really what we should aim for. Thank you. Martin, gerne direkt gleich ja. Reagieren. Danke. Ich fand auch wirklich, war sehr dichte Vorträge und waren auch einige wirklich gute Ansätze, die wir nachverfolgen sollten, auch zum Beispiel dieses System der Nachverfolgung. Das müssen wir dringend auch einsetzen. Denn ich selber war ja auch in Mato Grosso und in Guiba. Da gibt es den größten Schlachthof, glaube ich, weltweit. Alle 30 Sekunden wird ein Rind geschlachtet.
Und man hat uns lange erklärt, dass die Rinder alle nur aus entwaldungsfreien Flächen kommen. Nur, dass die Ohrmarken alle frisch waren. Das haben wir dann auch erst gesehen. Als die Europäer da waren, waren die halt alle, hatten die Ohrmarken, vorher hatten sie keine. Und ich habe das auch in dieser Region, Motabiba, wie sie jetzt heißt, gesehen, dass es in vielen Regionen überhaupt keine staatlichen Überwachungssysteme gibt. Also da finden Sie keinen, der jetzt sagt, ich wie in Deutschland, hinter jedem Betrieb steht ein Beamter und guckt, ob der Betrieb alles richtig macht. Da gibt es Regionen, die sind eigentlich ohne jegliche staatliche Überwachung. Und da gibt es ja die sogenannten Grillados, die dann sich Landzertifikate holen. Und es gibt einen massiven Betrug sozusagen auch mit Land. Das müssen wir also sehen. Wir gehen da nicht rein wie in Europa in ein Land und schauen uns dann an und können das alles auf dem Papier nachverfolgen, sondern das sind teilweise wirklich Regionen, da ist, ich sag's mal, Wildwest, ja, da werden wir es schwer haben, das bis ans Ende durchzusetzen. Und das ist auch von abhängig, ob eine Regierung dann willig ist, das umzusetzen. Wir hoffen ja alle, dass Bolsonaros Amtszeit endet, aber garantieren würde ich es jetzt nicht. Aber das sind Punkte, die müssen wir auf dem Schirm haben, weil einer der größten Sojaproduzenten in Brasilien war ja mal Agrarminister, Herr Maggi. Also die Strukturen sind ja durchaus da, auch wenn da die Regierung wechselt, die werden ja nicht plötzlich verschwinden. Ich finde, eins muss die Europäische Union wirklich auch, dann ich Frau Astrid, deine Antwort, ich finde es ja gut, wir starten erstmal und dann gucken wir weiter. Nur wir sehen ja jetzt schon, wie viele Probleme es schon gibt bei den Mitgliedsländern, das umzusetzen. Ich finde, wir sollten lieber gleich einige Sachen noch mit auf die Agenda nehmen. Sonst kommen die nicht mehr. Ist meine Erfahrung, größte ist immer, wenn das nicht gleich im ersten drin ist, wird es später nicht nachgereicht. Und deshalb ist wirklich meine dringende Bitte, diese Radoflächen oder auch wie in Argentinien den Chaco mit aufzunehmen, dass die nicht erstmal außen vor bleiben. Wann sie dann nachgereicht werden, weiß ich nicht. Und dass auf jeden Fall auch Holz mit dabei ist. Also ich habe das selber in Brasilien gesehen, eine Riesenplantagen von Eukalyptus, die sogar ein FSC-Siegel hatten, ne? Das ist auch wieder eine Frage, wer zertifiziert eigentlich wo. Das müssen wir mit auf der Agenda haben, sonst wird es untauglich. Und ein letztes noch, natürlich kann man auch Rindfleisch erzeugen ohne Soja, weil das war, glaube ich, ganz am Anfang. Es muss kein Rind Soja fressen. Wir haben in Deutschland auch, Biolandbau macht es ja vor, dass wir auch durchaus ohne Soja produzieren können und dass wir dringend in Europa eine Frage, das müssen wir dann auch aufnehmen, endlich umsetzen, den europäischen Eiweißplan, dass wir nicht alles an Soja importieren müssen. Ne? Wir sind ja mit einer der Haupttreiber. Und der letzte Punkt, das habe ich auch bei anderen Systemen erlebt, dann sagen einem die Vor-Ort-Produzenten, natürlich machen wir das alles für Europa, machen wir das alles. Kein Problem, der Rest geht eh nach China. Das ist da ja immer so ein Standardsatz. Ich finde, da müssen wir natürlich, wir müssen andere mitnehmen. Es nützt nichts, wenn wir uns dann sozusagen ein reines Gewissen machen und der Rest, was unsauber ist, geht dann zum Beispiel nach China. Ich will jetzt in China nicht jetzt ganz schlecht hinstellen, aber es oftmals ist es so, dass dann andere abnehmen, das, was nicht zertifiziert ist. Wir müssen also wirklich alle anderen mitnehmen. Auch China müssen wir mitnehmen. Und eins verstehe ich nicht. Herr Hartmann hat geschrieben, Agrarzertifizierungssysteme haben keine Zukunft wie EU-Bio-Verordnung. Also sorry, ich finde, wir haben mit der EU-Bio-Verordnung wirklich etwas geschafft, was nicht ein bürokratisches Monster ist, sondern ein nachvollziehbares System und eine ganz, ganz hohe Glaubwürdigkeit von lebt der Biosektor. Nur das als Anmerkung. Aber es wird nicht verbessert. Geht keiner ran. Ja, vielleicht um nochmal auf die Frage von Herrn Hartmann im Chat zurückzukommen, beziehungsweise auch allgemein ist ja eine Kritik, die öfters geäußert wird oder ein Bedenken, dass es bürokratisch wird, schwierig für kleine und mittlere Unternehmen. Also wie können wir die bisher gemachten Erfahrungen nutzen, um mit also das in Verhandlung befindliche Gesetz so zu gestalten, dass es handhabbar ist, dass es eben nicht bürokratisch unverständlich, nicht anpassungsfähig ist, wie hier im Chat angemerkt. Wer kann sich da vielleicht zu äußern, wie das praktikabel sein kann für alle möglichen Unternehmen, egal welcher Größe und egal welcher Schlagkraft? Vielleicht Herr Bernd Farke oder vielleicht auch Herr Markus Bohner, wie die Technik genutzt werden kann? Also ich sehe das genauso wie Martin Häusling. Ich finde jetzt gerade, dass die Zertifizierung im Ökolandbau
doch ein sehr gutes Modell ist, und zwar ein Modell der Zusammenarbeit zwischen Privat und Staat. Die Ökozertifizierer sind private Unternehmen, die diese Aufgabe übernehmen, die Betriebe zu kontrollieren. Und der Staat übernimmt die Kontrolle der Kontrolle. Und das wäre meiner Meinung nach auch gerade hier in diesem Bereich ja etwas, um schlanke Strukturen vielleicht zuzulassen, sodass wir dort auf der einen Seite Zertifizierer haben, die die eigentliche Arbeit, die 100% Kontrolle sozusagen übernehmen. Und der Staat übernimmt dann aber die Kontrolle der Kontrolle und macht dann auch Stichproben. Das ist übrigens im jetzigen System beim UTR nicht möglich. Da kürzlich war mal so ein Spiegelartikel über Lärchenholz aus Russland im Netz. Das hat auch den Hintergrund, dass wir da nicht viel machen können, dass das eben noch nicht scharf genug ist, dieses Gesetz. Unsere Behörden können einfach nicht in dieses Unternehmen so tief in die Bücher hineingucken, sondern es ist einfach nur eine Deklaration, die da abgegeben werden muss. Und das muss unbedingt verbessert werden, scharf gestellt werden und kann dann aber auch relativ unbürokratisch doch eigentlich auch in so einem System privater Kontrolleure eingespeist werden. Gibt auch andere Beispiele. QS zum Beispiel im Landwirtschaftsbereich ist auch ein privates Unternehmen. Das muss nicht immer ein Bürokratiemonster sein. Das wäre mal meine Antwort auf die Geschichte. Dankeschön. Dann Johannes Zahnen hat noch die Hand gehoben, ebenso Anke Schulmeister. Also bezüglich dieser Handhabbarkeit, da sind wir gerade dran. Und dann auch gerne nochmal Frau Astrid Ladevogel. Also die neue Verordnung ist ja in ihrem Entwurf stark angelehnt an die EUTA. Da gibt es sehr viele Erfahrungen. Und ich denke, dass der Ansatz zu sagen, Zertifizierungssysteme sind ein Mittel zur Risikominderung, sehr praktikabel ist. Das ist gut, dass dieser Ansatz so übernommen worden ist. Und das hilft eben auch genau kleinen und mittleren Unternehmen, wenn die eine Due Diligence machen und einerseits ein Zertifikat anlegen und das dann kombinieren mit einer Beschaffung aus einer Region mit einem geringen Risiko, dann haben kleine und mittlere Unternehmen überhaupt kein Problem, da mitspielen zu können. Und wir wollen ja mit so einer Verordnung auch genau eine Lenkungswirkung, dass Unternehmen weggehen von Beschaffung aus Hochrisikoregionen. Also ich sehe die Umsetzbarkeit absolut gegeben. Und wenn man dann so ein Risikominderungssystem basierend auf Zertifizierung, niedriges Risiko, dann noch kombiniert mit Stichproben, zum Beispiel mit Stabilisotopen, dann hat man ein sicheres System, was praktikabel ist für alle Unternehmen. Anke Schulmeister, wollten Sie sich noch äußern? Ja, vielleicht noch einige Dinge klarzustellen, und ich denke, der Frau Ladevogel wird auch einiges zu sagen. Wir müssen, denke ich mal, erstmal A sehen, wo sind wir im Prozess gerade? Im Prozess sind wir gerade dabei, dass der generelle Text für dieses Gesetz verhandelt wird. Das heißt, da gibt es eine Vorlage der Kommission. Das heißt, wir müssen erst einmal schauen, wie wir uns weiterentwickeln. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, dass es jetzt, denke ich mal, noch gar nicht an der Zeit ist, alle Details, wie es dann umzusetzen sei, zu definieren. Es wird noch genug Zeit danach geben, das zu tun. Ich denke, jetzt geht es erstmal darum, die grundsätzlichen Sachen klarzulegen. In Bezug auf Zertifizierung, wie mein Kollege gerade sagte, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, aber wir dürfen natürlich auch eins nicht vergessen, und stimmen wir überein mit dem, was die Kommission gesagt hat, ist, dass wir natürlich Zertifizierung als ein Instrument benutzen können, aber dass es natürlich nicht die Firma von der Verantwortung freisprechen kann, dass sie keine Produkte auf den europäischen Markt bringen sollen, die mit Entwaldung zu tun haben. Das heißt, im Endeffekt liegt die Verantwortung, wenn etwas passiert, auch bei der Firma. Und das müssen wir ganz deutlich hier sagen. Also das kann auch nicht sein, dass dann die Firmen sagen, jetzt ich bin nie mehr verantwortlich, ist jemand anders. Das ist halt die Entscheidung der Firma, wie sie es gerne handhaben möchte. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann müssen wir zweitens natürlich auch dazu sagen, dass wir hier ganz verschiedenste Sachen zusammenbringen können. Ich meine, wir haben schon von Firmen, wie wir auch gesehen haben, eigentlich ganz klare, ich weiß gar nicht, auf Deutsch gesagt, Commitments, also Programme, die sagen, wir möchten Transparenz und Rückverfolgbarkeit, also das ist alles irgendwo machbar, und die Frage ist halt eher zu sagen, wir bringen uns jetzt zusammen und machen es umsetzbar. Wir müssen einfach auch sehen, dass die Grundlage des Gesetzes einfach sagt, wir möchten halt unseren europäischen Markt entwaldungsfrei und haben, und dementsprechend müssen wir auch alles dafür tun, dass das passiert und keine Schlupflöcher entstehen. The ball goes back to the European Commission and then to Markus Bohner.
Thank you very much. Indeed, I would be keen to also just say a few words on this issue of certification. I mean, we have seen, and there's a lot of experience with various certification schemes, sometimes set up by governments, but also very often private and voluntary types of schemes. And I think, I mean, we are in a situation where I would say that all good efforts are not in vain. However, we have seen that these certification schemes have not been enough. We have not been able to solve the issues with this. So therefore, it's so important that we now step up the level and we go to another step in the fight against deforestation. And I would say that we speak a lot with the various organizations that are active in certification schemes and so on to really learn what works well. And it provides a lot of added value. It's just not enough. And we can't rely on it for checking whether things are legal according to our new definitions of what we would like to see as a result. And then a second issue I just wanted to also quickly come back to is the thing about the cutoff date. Because while I have sympathy with the ideas that if you go back in time, that then you would cover even more and be more ambitious, I think there's certain risks about going too far back. And I mean, we really aligned the cutoff date with the UN Sustainable Development Goals because countries had committed to halting deforestation by 2020. And we also have something called the New York Declaration on Forest that aimed at cutting natural forest loss by half by 2020. So we think that with these two very important commitments in 2020, matching this initiative and the cutoff date with that would work well. And in that sense, initiative would therefore be forward-looking because it would already from 2 years ago then stop with the cutoff date. You could say that's quite fair also to stakeholders because we've been discussing this since we had the action plan in 2019. So it cannot come to the surprise of any of the major players that are engaging actively with us on this. But at the same time, a cutoff date in 2020 would also mitigate negative social and economic impacts in partner countries, because we need to limit the amount of smallholders that could risk to be caught working on land whose products can't be sold anymore. So I think with that, we would be keen to defend the cutoff date being in 2020. Thank you. All right, thank you. Ich nehme noch mal kurz den Kommentar auf, auch im Chat, wo es noch mal um Leakage ging, bevor ich den Ball an Sie zurückspiele, Herr Markus Bohner. Außerdem gab es auch eine Frage bezüglich, also auch im Zusammenhang mit diesem Leakage. Wie kann bei diesem Benchmarking-Modell verhindert werden, dass Güter aus Hochrisikoländern über Länder mit niedrigem Risikowert gehandelt werden? Und ist hier die Rückverfolgbarkeit mit Ihrer Methode zum Beispiel ein geeignetes Tool? Und noch eine weitere Rückfrage bezüglich der Methode. Sind auch Schüttgüter mit großen Quantitäten, also großen Mengen nachverfolgbar? Und wann kommt dieses Nachverfolgungssystem an seine Grenzen? So, das wird jetzt die letzte Frage sein, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung debattieren können. Das sind jetzt viele Fragen. Erstens, Schüttgüter kann man machen. Wir überprüfen auch zum Beispiel Olivenöl. Das ist auch ein Mixing aus verschiedenen Ölen. Aber die Aussagequalität geht herunter. Das heißt, wenn wir jetzt auf Brasilien schauen, können wir, wenn das Schüttgut aus einer Region kommt, überprüfen, ob es die typische Signatur der Region hat. Wenn es das nicht mehr hat, dann ist ein Beweis geführt, dass etwas anderes entsprechend drin sein muss und damit die Ware gesperrt. Das geht. Das ist also nicht unmöglich. Man muss das System der Analytik den Gegebenheiten anpassen. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Und Rückverfolgbarkeit, wie wir es betreiben, wird
häufig von den Konzernen oder von großen Vereinigungen wie CATS und der Eierindustrie eingesetzt, um ihr eigenes Zertifizierungssystem zu stabilisieren. Denn Zertifizierung bedeutet ja nur, ich habe ein Dokument auf den Tisch, dass alles richtig läuft. Einmal pro Jahr wird kontrolliert. Das heißt, viele haben dann erkannt, dass derartige Systeme sehr löchrig sind und dass man trotzdem durch einen falschen Player im Markt dann ganz schnell ein ganzes System kaputt machen kann. Und das ist eine Hauptkritik, was man hat in der Warenwertschöpfungskette heute, verschleiern sie ganz schnell die Herkünfte. Das geht ganz einfach. Das heißt, mit über 6 Stationen wird aus einer brasilianischen Ware, kann das schnell zu einer legalen anderen Ware werden. Und das ist ein großes Problem. Und mit solchen analytischen Tools, wie sie von uns oder von anderen Organisationen angeboten werden, schließen wir mehr und mehr diese Löcher. Aber, und da kommt jetzt die Gesetzgebung rein, die Löcher kann man nur schließen, wenn es auch entsprechende Strafen dafür gibt. Eine Herkunftsverfälschung. Also, was wir immer bei Spargel sehen, osteuropäischer Spargel, ein ganzer Laster osteuropäischer Spargel, da gehen sie in 10.000 an Profit rein. Aber wenn sie erwischt werden, bezahlen sie 200 bis 300 Euro Strafe. Das heißt, das bezahlen sie aus der Portokasse. Und das haben sie in verschiedenen Bereichen in Europa. Das tut nicht weh. Das heißt, wenn man dieses Risiko nimmt, hat man keine großen Probleme zu erwarten. Und da alle im Wettbewerb stehen, alle Firmen, naja, dann ist das eine Risikoabschätzung, dass man vielleicht doch nicht so genau in die Dokumente reinschaut. Und das ist dann, denke ich, was man sicherlich von den Amerikanern nicht gänzlich lernen muss, denn die sind viel zu hart manchmal, aber durchaus lernen muss, dass man durchaus falsche Herkünfte auch entsprechend ahndet. Danke. Sehr klar. Und ja, wir haben, glaube ich, alle sehr, sehr viel mitgenommen aus dieser Veranstaltung, sehr viele verschiedene Ansatzpunkte. Ich persönlich mag es immer, mir zu sagen, so, ich habe 3 wichtige Dinge gelernt. Ich würde sagen, heute habe ich gelernt, dass es super dringend ist mit diesen nähernden Kipppunkten, mit der großen Verantwortung der EU bei weltweiter Entwaldung, dass es da wirklich Handlungsbedarf gibt und auch der Gesetzesvorschlag möglichst schnell umgesetzt werden muss. Zweitens, dass es noch einiges zu verbessern oder zu diskutieren gibt, wenn wir über Transparenz sprechen oder Menschenrechte in der Gesetzgebung, das jetzt ein bisschen zu kurz kam in der Diskussion. Und drittens, dass es aber möglich ist und dass wir hier gute Beispiele gesehen haben von der GIZ vorgestellt mit den technischen Möglichkeiten, mit auch anderen Stellschrauben, zum Beispiel beim Konsum. Also das sind so meine 3 Main Takeaways und ich bedanke mich bei allen Referentinnen und Referenten für die sehr interessanten Beiträge und gebe nun zurück an unseren parlamentarischen Gastgeber Martin Heusting auch. Vielen Dank an dich. Ich will gar nicht mehr viel sagen, weil diese ganzen Informationen, die wir jetzt bekommen haben, müssen wir erstmal verarbeiten. Ich fand das sehr, sehr hilfreich, auch für die Diskussion, die wir dann noch in Brüssel haben werden. Ich habe am Anfang schon gesagt, grundsätzlich finden wir die Initiative der Kommission wirklich gut. Aber nichts ist so, dass man es nicht noch verbessern könnte. Das möchte ich jetzt nicht als Kritik an der Kommission verstanden wissen, sondern einfach als etwas, um die Unterstützung sozusagen aus vielen Bereichen noch größer zu machen. Das wäre hilfreich. Der Appell geht natürlich auch an die Mitgliedsländer. Und ich finde es ja gut, dürfte keine Überraschung sein, dass die deutsche Bundesregierung jetzt auf der anderen Seite steht und sowas nicht mehr verhindert, sondern Deutschland da eindeutig jetzt auch Druck macht, dass das kommt. Und das ist schon wichtig im europäischen Kontext, dass Deutschland diese Initiativen unterstützt. Und ja, ich finde, wir müssen wirklich auch gucken, unsere internationalen Handelsverpflichtungen müssen wir auch ernster nehmen. Das heißt, Europa hat da auch eine echte Vorbildfunktion. Aber wir müssen, das sage ich auch mal nebenher, auch unsere europäischen Verpflichtungen ernster nehmen. Ja? Ich kämpfe seit Jahren jetzt dagegen, dass der einzige Urwald, den wir in Europa haben, ja, dass der in Rumänien nicht abgeholzt wird. Und da tun wir uns auch schon schwer, solche Geschichten in Europa mal hinzukriegen, dass das Holz da nicht illegal in Europa vermarktet wird. Also müssen wir uns immer erstmal an die eigene Nase packen, was wir dann manchmal so machen. Deshalb, wie gesagt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass der Ukraine-Krieg uns jetzt nicht so weit zurückwirft, dass wir alle an dem gemeinsamen Ziel
arbeiten, wirklich nachhaltiger zu produzieren, nicht nur hier in Europa, sondern weltweit das auch einzufordern. Und dass wir vielleicht dann noch einen Schritt machen können, dass wir vor allem den größten Produzenten von Soja auch dazu zwingen, ich sage es mal wirklich zwingen, anders zu wirtschaften. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenaufgabe vor uns. Wir müssen auch wegkommen von dieser Freihandelsgeschichte. Wir reden ja immer noch über das Mercosur-Abkommen. Ich glaube, das sind die falschen Signale, die wir immer noch setzen. Sondern wir müssen eine Partnerschaft haben, die tatsächlich auch was einfordert und nicht nur die Zertifikate sozusagen wegnimmt. Auch das ist ja ein Grund für die Freihandelsgeschichten. Ich hoffe, alle gehen mit mehr Wissen nach Hause, nehmen das mit. Und ich hoffe, wir sitzen dann vielleicht in einem Jahr hier wieder und sagen, toll gemacht, es geht vorwärts. Ich hoffe es jedenfalls. Und dass wir dann alle sagen können, gut, wir haben es ein Stück weit vorangebracht. Danke auch nochmal an die Kommission. Danke an alle, die hier mit waren auf dem Podium. Danke vor allem auch den WWF, das mit zu veranstalten. Und ich darf zurückgeben an Lisa. Danke für die Moderation. Ja, danke. Ich wusste gar nicht, dass ich nochmal drankomme. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben im Hintergrund, im Vordergrund. Danke an die Teilnehmenden und hoffentlich werden wir nur das neu erworbene Wissen einsetzen können. Und ich wünsche allen ein gutes Wochenende. Herzlichen Dank. Ich darf meinen Büros auch noch danken. Genau, herzlichen Dank an das Büro. Vielen Dank.